Hey, glaubst du, du kannst alle Filme anhand von Emojis erraten? Okay, los geht's. Ein einfacher Start. Es ist Spider-Man. Oder vielleicht die kleine Miss Muffet? Karate Kid. Schlicht und einfach. Hey, auftragen, polieren. Pass auf, es ist der weiße Hai. Ich wette, du singst gerade die Titelmelodie in deinem Kopf. Wen wirst du rufen? Ghostbusters! Jurassic Park, einer meiner Lieblingsfilme. Es ist der Junge, der überlebt hat. Harry Potter. Der Zauberer von Oz. Natürlich ist das Thor. Sich mit diesem Hammer auf den Daumen zu hauen, tut bestimmt weh. The Boss Baby Bingo. Hey, egal wie du es drehst, es ist Edward mit den Scherenhänden. Das ist alles, was du erraten musst. Titanic. Ich liebe diesen Film. Es ist Man in Black. Charlie und die Schokoladenfabrik, ein Klassiker. Es ist okay, wenn du auf Willy Wonka und das Du weißt schon was getippt hast. Für mich ist das der bessere Film. Das sind die Teenage Mutant Ninja Turtles. Hast du Forrest Gump erkannt? Das da ist Marley und ich. Die Monster AG, das ist richtig. Merida, so ein guter Film. Die berühmteste Szene in E.T. Ein weiterer toller Film. Es ist Valhalla, bitte sehr. Es ist Der Teufel trägt Prada. Hast du Joker gesehen? Passt, das ist das Schweigen der Lämmer. Was gibt's zu essen? Madagaskar, genau. Hey, das ist Coco.
Was kann es sein? Es ist Ratatouille. Jeder kann kochen. Sie werden immer härter. Das ist Mary Poppins. Lass uns einen Drachen steigen. Also der hier hat mich verblüfft. Es ist Moneyball. Ich hoffe, du hast das hier. Es ist fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Great Scott, es ist zurück in die Zukunft. Du hast sicher Twilight erkannt. Million Dollar Baby. Auf den Punkt gebracht, es ist Planet der Affen. Das ist Emoji-Sprache für Kevin allein zu Hause. Und das hier ist Findet Nemo. Denke dieses Mal wortwörtlich. Es ist A Beautiful Mind. Ich weiß, die Flagge hat es sofort verraten. Ja, es ist Fluch der Karibik. Teigtaschen. Kung Fu Panda ist richtig. Wer hat wie ein einziger Tag nicht gesehen, außer mir? Denke hier einfach, King Kong. The Sound of Music ist es. Die Chroniken von Narnia. Denk an Musicals. Es ist Mamma Mia, aber hat das gut gemacht. Also, hier gibt es nicht viel nachzudenken. Es ist das Dschungelbuch. Ah, das ist clever. Es ist Transformers. Oh, nachts im Museum. Jetzt macht es Sinn. Der seltsame Fall des Benjamin Button natürlich. Ziemlich hart. Das ist die Truman Show. Shrek, du hast es erfasst. Und die Tribute von Panem. Jedermanns liebste epische Saga, Star Wars. Hast du The Revenant, der Rückkehrer, erkannt? Nicht mal nachdem der Bär ihn erwischt hat. Ups, Spoiler. Es wird immer anspruchsvoller, liebe Filmfreunde. Es ist A Quiet Place.
sehr zu empfehlen ist La La Land. Entschlüsselt ist das natürlich blond. Knifflig. Das ist Knives Out, Mord ist Familiensache. Es ist I Am Legend. Oh, Terminal. Okay, ich verstehe. Es ist Interstellar. Bonuspunkt, wenn du dieses schwierige Rätsel gelöst hast. Das ist Vergissmeinnicht. Phantasmagory gilt als der erste Zeichentrickfilm überhaupt. Er wurde 1908 produziert und ist eines der frühesten Beispiele für handgezeichnete Zeichentrickfilme. Aber wusstest du, dass die Menschen in der Antike schon vor 2,6 Millionen Jahren ihre Kinder mit Zeichentrickfilmen unterhielten? Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass die Menschen der Antike die Pioniere der Animation waren. Sie meißelten Tierbilder in Steine und stellten sie um ein Feuer herum auf. Durch die Bewegung des Lichts begannen die Tiere unweigerlich zu zittern und zu zappeln. Im flackernden Schein des Feuers erwachten die prähistorischen Skulpturen zum Leben und die Tiere sprangen auf und ab, als feierten sie ein Fest. Man kann sich gut vorstellen, wie viel Spaß es den Menschen der Frühzeit gemacht haben muss, am Feuer zu sitzen und diese animierten Skulpturen zu erschaffen. Es hat sich herausgestellt, dass sogar einige der alten Wandmalereien und Schnitzereien, die in Höhlen gefunden wurden, von den sich bewegenden Lichtern und Schatten der Flammen inspiriert wurden. So erwachten die uralten Skulpturen zum Leben, wenn das Licht des Feuers auf sie fiel. Forscher haben nun einen Film erstellt, der diesen faszinierenden Effekt an einem 3D-Modell einiger Pferdestatuen zeigt. Die Studie legt nahe, dass unser Gehirn sich bewegende Objekte unter wechselnden Lichtverhältnissen wahrnimmt und dass diese Skulpturen für unsere Vorfahren wahrscheinlich von großer Bedeutung waren. Die Höhlenmenschen dachten wohl, hey, lasst uns ein paar coole Sachen in diese Steine meißeln und wenn wir dann ein Feuer anzünden, sieht es so aus, als würden sie lebendig werden. Und die Forscher sagten, das ist großartig, davon machen wir einen Film. Andy Needham und sein Team nutzten moderne Scan- und Virtual Reality-Technologien, um 50 flache, mit Gravuren versehene Kalksteinblöcke, sogenannte Plaketten, zu untersuchen. Diese wurden um 1800 in Südfrankreich entdeckt und befinden sich heute in einem Museum in London. Sie sind mit insgesamt 77 realistischen Tierdarstellungen bedeckt, darunter Pferde, Rentiere und Gämsen. Offenbar hat der Homo sapiens vor 12.000 bis 16.000 Jahren viel Zeit damit verbracht, diese Gravuren anzufertigen. Needham stellte fest, dass viele dieser Steine durch das Feuer beschädigt worden waren. Einige waren mit einer weißen Ascheschicht überzogen, andere waren ausgetrocknet oder durch die Hitze rissig geworden. Bei genauerer Betrachtung entdeckte er rosafarbene Verfärbungen, die durch Eisenablagerungen im Gestein verursacht wurden. Besonders interessant war, dass die Tierzeichnungen oft übereinander lagen, manchmal sogar miteinander verschmolzen oder wie ein prähistorisches Tierpuzzle zusammengesetzt waren. Anstatt das Alte zu verwerfen und neu anzufangen, verwendeten die antiken Künstler Körperteile von Tieren, um neue Mischwesen zu schaffen. So zeigt einer der Steine sowohl ein Pferd als auch ein wildes, rinderähnliches Wesen, ein sogenanntes Bovid. In diesem prähistorischen Kunstwerk werden Bauch und Hals des Pferdes zu Rücken und Hals des Bovids, während der Kopf des Pferdes das Ohr des Bovids bildet. Ein sehr kreatives Recycling. Die Forscher vermuten, dass die prähistorischen Steine von
Montas Trück unseren Vorfahren zur Unterhaltung dienten. Die Tiere wurden von mehreren Personen mit unterschiedlichem handwerklichem Geschick geschnitzt und waren eine Gemeinschaftsarbeit. Auch die Tatsache, dass diese Steine zusammengefunden wurden, deutet auf eine gemeinschaftliche Aktivität hin. Es sieht also so aus, als hätten sich Familien um einen Fernseher versammelt, um Steine zu schnitzen und ihre Lieblingstiere zum Leben zu erwecken. Wer braucht schon Netflix, wenn er einen altsteinzeitlichen Fernseher hat? Die Gravuren auf den Steinen und die Spuren von Hitze zeigen, dass sie so gestaltet waren, dass der Eindruck von Bewegung entstand. Einige Tiere wurden in verschiedenen Posen dargestellt, wobei ein Tier nach dem anderen zum Leben erweckt wurde. In gewisser Weise handelte es sich um eine steinzeitliche Version von Disney. Diese Techniken könnten auch einige der alten Höhlenmalereien beeinflusst haben, zum Beispiel in der beeindruckenden Chauvet-Höhle im Südosten Frankreichs. Dort sind die Tierdarstellungen ebenfalls übereinander angeordnet und einige zeigen Anzeichen von Hitze, was darauf hindeutet, dass unsere prähistorischen Vorfahren vielleicht die ersten Trickfilmer der Welt waren. Begeben wir uns auf eine spannende Zeitreise zu den ältesten Spielzeugen der Welt und den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der Jugend von einst. Eines der ältesten bekannten Spielzeuge ist ein einfacher Tonball, der in den Ruinen des alten Mesopotamiens gefunden wurde. Was auf den ersten Blick wie ein simples Spielzeug aussieht, wurde bereits 3000 Jahre vor Christus gespielt. Komplexe Videospiele oder aufwendige Brettspiele gab es damals noch nicht. Aber nicht nur die Mesopotamier hatten Spaß am Spielen. Auch im antiken Griechenland spielten die Kinder mit Tonpuppen. In Ägypten gab es Spielzeug in Form von Tieren und Puppen aus Materialien wie Ton, Papyrus und Elfenbein. Doch was machte diese Puppen so beeindruckend? Sie hatten bewegliche Gliedmaßen. Tatsächlich spielten unsere Vorfahren mit Gliederpuppen lange bevor das als cool galt. Spielzeug hatte aber nicht nur einen Unterhaltungswert, sondern erfüllte auch einen praktischen Zweck. Viele der von Archäologen entdeckten Spielzeuge dienten sogar dazu, den Kindern wichtige Fertigkeiten beizubringen. So spielten ägyptische Kinder mit Puppen, die wie Ärzte aussahen, und lernten so etwas über Medizin und Krankenpflege. Vergessen wir auch nicht das Spielzeug, mit dem die zukünftigen Krieger trainierten. Im alten China spielten Kinder mit Spielzeugpferden und Karren, um sich auf den Kampf vorzubereiten. Sie verschafften sich damit einen Vorteil für ihre spätere Karriere. Nun zu den primitiven Brettspielen, die es schon seit über 5000 Jahren gibt. Das älteste unter ihnen ist Sene, das in ägyptischen Gräbern gefunden wurde. Es kombiniert Elemente von Schach und Backgammon und war so beliebt, dass es über 2000 Jahre lang gespielt wurde. Es ist ein Spiel von bemerkenswerter Langlebigkeit. Aber auch das Spielzeug für die Kleinsten darf nicht vergessen werden. Archäologen haben antike Rasseln und Pfeifen gefunden, mit denen die jüngsten Familienmitglieder unterhalten wurden. Und wenn du denkst, dass die Spielzeugsammlung deines Kindes beeindruckend ist, dann warte, bis du von einer ägyptischen Prinzessin hörst, die über 100 Holzspielzeuge in ihrem Zimmer hatte. Aber das vielleicht erst. Beginnen wir mit Van, Ant-Man and the Wasp. Dank der speziellen PIM-Particles-Technologie konnten die Helden des Films den echten Van auf die Größe eines Hot Wheels-Spielzeugs schrumpfen lassen. Hoverboard, zurück in die Zukunft. 1989 hatten die Macher des Films die Vision, dass diese Transportart im Jahr 2015 alltäglich sein würde. Die Realität ähnelte nicht ganz dem Film, aber wir haben einen Weltrekord im Fliegen auf einem Hoverboard. Jetpack, GTA San Andreas. Der Charakterdialog im Spiel sagt uns, dass die Kosten für die Entwicklung des Jetpacks, das schwarze Projekt genannt, 60 Millionen Dollar betragen. Der Hauptcharakter muss es von einer schwer bewachten Basis holen. Feuerblitzbesen, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Der schnellste Besen in dieser magischen Welt kann in nur 10 Sekunden auf 241 km/h beschleunigen. Fast wie ein Bugatti. Zauberteppich, 1001 Nacht. Seine Höchstgeschwindigkeit ist unbekannt, aber wir wissen, dass er seine magischen Fähigkeiten verliert, wenn er beschädigt wird.
Standard Kart Mario Kart. Um das Spiel zu gewinnen, ermutigt das Super Mario Kart Handbuch zum Schummeln mit den Worten: Behalte den Bildschirm deines Gegners immer im Auge. Light Cycle Tron Legacy. Dieses Fahrrad gibt es tatsächlich und es ist für die Straßen zugelassen. Du kannst dir eins für $55.000 kaufen. Speeder Bike Star Wars. Dieses Ding kann auf 500 km/h beschleunigen, schneller als ein fliegender Pfeil, obwohl es in der realen Welt während der Filmaufnahmen nur 8 km/h fuhr. Die Magie des Schnitts. Lightning McQueen Cars. Es ist etwas zwischen einem Ford GT und einer Corvette. Seine 95 ist ein versteckter Hinweis. Pixars erster Film, Toy Story, kam 1995 raus. Das Giga Horse, Mad Max Fury Road. Ein unpraktischer Benzinschlucker aus dem Mad Max-Universum hat 1200 Pferdestärken. Das ist so viel wie 2 Lamborghini Huracans. Der DeLorean, zurück in die Zukunft. Die berühmte Trilogie über Zeitreisen machte dieses Auto so beliebt, dass der Hersteller beschloss, die Produktion nach 30 Jahren wieder aufzunehmen. Die Mystery Maschine, Scooby-Doo. Scooby-Doo würde sich bestimmt erschrecken, wenn er wüsste, dass solche Vans heutzutage für fast $60.000 zu haben sind. Die pinke Limousine, die Simpsons. 28 Jahre lang hielten die Macher der Zeichentrickserie die Rätsel am Leben, was für ein Auto die Familie hat. Aber in einer der Episoden fanden wir schließlich heraus, dass es ein 1986er Plymouth Junk Corolla ist. Der Tumbler The Dark Knight. Trotz seiner sperrigen Erscheinung ist es immer noch ein Hochgeschwindigkeitsauto. Es kann in 5,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Es gibt eine Version dieses Batmobils, die für die Straße zugelassen ist. Dieses bekommst du für schlappe 1 Million Dollar. Das Pursuit Special Mad Max Fury Road. Der letzte der V8-Abfangjäger hatte einen benzinschluckenden V8-Motor. Ein wahrer Luxus in dieser fiktiven, dystopischen Welt. Chevrolet Camaro Transformers. Wenn er sich in Bumblebee verwandelt, wird dieser Chevy 5 Meter groß. Die Charaktereigenschaften von Bumblebee basieren auf Marty McFly aus Zurück in die Zukunft. Kit Knight Rider. Das Auto ist ein stark modifizierter Pontiac Firebird. Kits Hauptmerkmal war künstliche Intelligenz und der Name ist ein Akronym für Knight Industries 2000. Die Black Beauty Green Hornet. Der stark modifizierte Imperial Chrysler Crown von 1965 war wunderschön und gefährlich. Er war vollgepackt mit all den Gadgets, die ein Superheld und sein Kumpel brauchen, um Verbrechen zu bekämpfen. Sie wurde von keinem Geringeren als Bruce Lee als Kato gefahren. Das Ecto-Mobile Ghostbusters. Dies war ein alter 1959er Cadillac Miller Meteor Krankenwagen. Alle Szenen mit Fehlzündungen des Autos waren echt. Das Ding brach tatsächlich während der Dreharbeiten auf der Brooklyn Bridge zusammen. Der fahrende Ritter, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Ein Bus war so groß wie eine Giraffe und seine Höhe verursachte eine Menge Probleme während der Dreharbeiten. Der dreistöckige Bus konnte nicht unter Brücken durchfahren, also machten sie das dritte Deck abnehmbar. Der Katzenbus, mein Nachbar Totoro. Dieser ungewöhnliche, lebende Bus bewegt sich auf 12 Beinen. Sein Inneres ist weich und mit Fell bedeckt und die Augen der Katze sind die Scheinwerfer. Terror, Meister der Welt von Jules Verne. Diese amphibische Maschine konnte sich an Land, in der Luft, auf und unter Wasser bewegen. An Land konnte sie Geschwindigkeiten von 240 km/h erreichen, in der Luft 320. Nicht schlecht für eine Geschichte, die 1904 geschrieben wurde. T-70X Flügelsternjäger, Star Wars. Er kann mit 1050 km/h beschleunigen und mit 100 Megalights pro Stunde fahren. Sein Design ist allerdings nicht sehr effizient. Im wirklichen Leben würde er wahrscheinlich nicht fliegen können. Rex, Metal Gear Solid. Der Name Rex wurde ihm wegen seines T-Rex-ähnlichen Aussehens gegeben. Das Cockpit befindet sich in den Kiefern des metallischen Dinosauriers. Mumakil oder Olifant, wie sie sie in Westron nennen.
Diese riesige, elefantenähnliche Kreatur ist dank ihrer dicken Haut wie ein natürlicher Panzer. Pfeile und Speere kommen da niemals durch. Appa, Avatar, der Herr der Elemente. Dies ist eine fliegende, bisonartige Kreatur, die Aang bei seinen Abenteuern begleitet. Appa mag süß und knuddelig aussehen, aber er ist so groß wie ein Schulbus. AT-AT Walker. Die bekannteste Laufmaschine aus dem Star Wars Universum. Die Inspiration für ihr Design war das, Achtung, Paraceratherium. Ein prähistorisches, hornloses Nashorn, das vor 30 Millionen Jahren lebte. Dreadnought. Das ist ein riesiger Tanker, der fast die Länge eines Tennisplatzes einnehmen würde. Es ist das stärkste Auto im Death Race Universum. Das Blackbird, X-Men. Das Team der Superhero-Mutanten fliegt in einem Jet, der stark an die Lockheed SR-71 erinnert. Aber ihrer kann senkrecht starten und landen. Er kann bis zu 3500 km/h beschleunigen. Millennium Falke, Star Wars. Der schnellste Schrotthaufen der Galaxie existiert auch im wirklichen Leben. Eine exakte Nachbildung wurde gebaut, um einen der Filme zu drehen. Sandkriecher, Star Wars. Der riesige, bewegliche Unterstand der Jawas ist mit einem Magnetfeld ausgestattet, damit die Maschine Metall und Droiden wie ein Staubsauger verschlucken kann. Tripod, Krieg der Welten. Diese furchterregende Maschine hatte einen Hitzestrahl und Röhren, die eine Wolke giftigen, schwarzen Rauchs ausstießen. Diese Außerirdischen hätten leicht unseren Planeten übernommen. Außer Bakterien, gegen die waren sie nicht immun. Aber die Menschheit war es. Ach, upsi, Spoiler. Die Black Pearl, Fluch der Karibik. Es ist das schnellste Schiff im Piratenuniversum. Aber das Schiff, das für die Dreharbeiten genutzt wurde, hieß eigentlich The Sunset. The Flying Dutchman, Fluch der Karibik. Der Legende nach soll der Kapitän dieses Schiffes einen Fluch über die gesamte Besatzung gelegt haben und sie konnten nicht an Land gehen. Der Fluch wurde nie aufgehoben, also treibt dieses Schiff vielleicht immer noch auf den Ozeanen. Die Endurance, Interstellar. Der Film war unglaublich präzise in seinen Details. Diese ringförmige Station, die fast so breit ist wie die Spannweite einer Boeing 747, könnte im wirklichen Leben funktionieren. Wandelndes Schloss. Es ist gigantisch und einschüchternd, aber die massive Kanone an seiner Vorderseite funktioniert nicht. Das 20 Stockwerke hohe Schloss bewegt sich fast völlig geräuschlos. Nautilus, 20.000 Meilen unter dem Meer. Dieses fiktive U-Boot war so lang wie drei Blauwale und erreichte Autobahngeschwindigkeit. Der isolierteste Ort der Erde, Point Nemo im Südpazifik, wurde auch nach dem Kapitän des Schiffes benannt. Ich dachte nach dem kleinen Clownfisch aus dem Disney-Film. Gypsy Danger, Pacific Rim. Dieser riesige Roboter wurde geschaffen, um Monster vom Typ Godzilla zu bekämpfen. Er ist 10-mal schwerer als ein Airbus A330. Megazord, Power Rangers. Jeder der Mighty Morphing Power Rangers konnte seinen eigenen Zord-Roboter beschwören. Aber wenn die Feinde zu groß wurden, versammelte sich das Team zu einem Megazord, der größer als die Freiheitsstatue war. Normandy, Mass Effect. Das ist die Fregatte, mit der Commander Shepard dreimal die Galaxie gerettet hat. Sie hatte ein ausgezeichnetes Tarnsystem, das sie für andere Schiffe unsichtbar machte. SHIELD, Helicarrier, Marvel Universe. Dieses riesige Flugzeug könnte im wirklichen Leben einfach nicht existieren. Aber in dieser fiktiven Welt gibt es große technologische Fortschritte, deshalb haben sie es geschafft, eine Maschine dieser Größe mit Energie zu versorgen. USS Enterprise, Star Trek. Es gab insgesamt 9 Raumschiffe der Enterprise. Dieses war mit Warp-Antrieb ausgestattet, mit dem es viel schneller als mit Lichtgeschwindigkeit reisen konnte. Snowpiercer. Dies ist ein Riese unter den Zügen. Als die Welt in einer neuen Eiszeit gefroren war, fuhr dieser Zug nonstop auf einem Ring um die Erde. Imperialer Sternenzerstörer, Star Wars. Wir sind bereits im Kilometerbereich. Die Kosten für dieses kolossale Schiff beliefen sich auf fast 4 Milliarden Imperial Credits. Zum Vergleich, im Star Wars-Universum kann man ein kleines Raumschiff für nur 10.000 Credits kaufen.
London, Mortal Engines. Yep, es ist eine sich bewegende Stadt. Die Megametropole, die dreimal so hoch ist wie der Burj Khalifa, bewegte sich mit Hilfe von 7 Riesenrädern vorwärts. Dabei absorbierte sie andere kleine Städte entlang ihres Weges. Standard Island, Propellerinsel. Diese ovalförmige, schwimmende Insel ist 6 Kilometer lang und 5 Kilometer breit. Sie wurde geschaffen, um die Gewässer des Pazifischen Ozeans zu bereisen, aber nur Millionäre leben auf ihr. V'ger, Star Trek. Das ist eine Kreatur, die wie ein Raumschiff aussieht. Im Star Trek-Universum konnte die USS Enterprise in diesem Monster frei herumfliegen. Der Todesstern, Star Wars. Diese riesige, kugelförmige Raumstation hat 560 Decks und 2,4 Millionen Passagiere inklusive Besatzung. Puh, Spoiler. TARDIS, Doctor Who. Von außen sieht es aus wie eine normale britische Polizeistation, aber wenn wir über das Innere der Zeitmaschine des Doktors sprechen, dann ist ihre Größe unendlich. Oh, hey, was ist das für ein Geräusch? Wie lange hast du geschlafen? Du versuchst, deinen Nacken zu bewegen. Er ist ein wenig steif. Du hast ein schönes Nickerchen gemacht, bist aber in einer unbequemen Position weggenickt. Und dann auch noch im Kino. Ah, du erinnerst dich. Der Film war richtig langweilig und du warst total müde nach dem langen Arbeitstag. Du konntest also nichts dafür. Du schaust dich um, niemand da. Du bist allein. Alles ist sauber. Kein Popcorn und keine Getränkedosen. Nichts liegt auf dem Boden. Seltsam. Der Abspann rollt über den Bildschirm. Zeit zum Gehen. Es wird wahrscheinlich schon spät sein und du willst den letzten Bus nicht verpassen. Du stehst auf, streckst dich und gehst langsam zur Tür. Dann betrittst du die Halle. Keiner da. Du bist verwirrt. Normalerweise, wenn man so lange im Kino bleibt, kommt irgendwann jemand und erinnert einen daran, dass sie bald schließen wollen. Und normalerweise gibt es immer Unordnung, die von Leuten hinterlassen wird, die hier rumlaufen, Snacks essen oder Popcorn auf den Boden verschütten. Aber jetzt ist alles sauber und friedlich, als ob das Kino nie eröffnet wurde. Du schaust in den Toiletten nach. Keiner da. Die Lichter sind gedimmt, aber du kannst sehen, wohin du gehst. Und trotzdem sieht alles irgendwie gruselig aus, wenn niemand da ist. Hallo? Rufst du ein paar Mal. Keine Antwort. Du folgst dem Ausgangsschild und stehst vor verschlossenen Türen. Vorübergehend geschlossen wegen Renovierung. Hä? Wie lange ist dieses vorübergehend? Du gerätst in Panik. Wirst dann aber wütend. Wie konnte das Personal vergessen, dich zu wecken? Du schreist und versuchst, die Tür zu öffnen, aber das klappt nicht. Du checkst dein Handy. Natürlich ist es aus. Du hast vergessen, es zu laden. Dann hörst du plötzlich ein Geräusch, das aus einem der Säle kommt. Du beginnst zu zittern. Ist es möglich, dass hier noch jemand anders gefangen ist? Ganz langsam bewegst du dich auf den Saal zu und öffnest vorsichtig die Tür. Aber das ist nur der Anfang eines Films. Auch dieser Saal ist leer. Du versuchst dich abzulenken und holst dir Popcorn, Süßigkeiten, Limo und Eis. Endlich bist du pünktlich, um den besten Platz zu bekommen. Oh, war das lustig. Du sitzt immer noch in deinem Sessel und lachst über die ganzen Witze aus dem Film, den du gerade gesehen hast, als plötzlich ein neuer Film beginnt. Na gut, warum nicht auch den sehen? Die Arbeiter werden sowieso erst morgen früh kommen. Deine Freunde werden so neidisch sein, wenn sie erfahren, dass du eine Nacht kostenfrei im Kino verbracht hast. 2 weitere Filme später merkst du, dass du keine Ahnung hast, wie spät es ist, aber du bist schon sehr müde. Morgen ist ein neuer Tag, der wird bestimmt besser. Immer noch keine Neuigkeiten. Niemand ist gekommen. Dein Magenknurren wird immer lauter. Also gehst du los und holst dir neue Snacks. Zeit für weitere Filme. Ein Marathon, an dem du schon immer teilnehmen wolltest. Du gehst in den ersten Saal. Es läuft eine Komödie. Du bemerkst, dass jeder Saal sein eigenes Filmgenre zeigt. Und wenn ein Film zu Ende ist, fängt sofort ein neuer an. Irgendwann wird die Leinwand immer weiß. Das ist dein Zeichen, dass es Zeit zum Schlafen wird. Die Tage vergehen damit, dass du jeden Morgen auf Arbeiter wartest und jeden Tag neue Filme schaust. Es laufen auch alte Filme in verschiedenen Sprachen und aus verschiedenen Ländern. Dein Tagesablauf ist immer derselbe. Du stehst auf und frühstückst. Du hast einen großen Vorrat an Sandwiches im Kühlschrank gefunden. Nachdem du dir mehrere Filme angesehen hast, läufst du herum und erkundest den Ort.
dann Mittagessen, noch ein paar Filme, Abendessen und dann ist schon wieder Schlafenszeit. Du fühlst dich völlig hypnotisiert von all den Filmen, die du dir angeschaut hast. Manche bringen dich so sehr zum Lachen, dass du danach nicht einschlafen kannst, weil du immer wieder über ihre Witze nachdenken musst. Andere treiben dir Tränen in die Augen. Manche bringen dich zum Grübeln und es gibt Filme, die dich so sehr erschrecken, dass du anstatt einzuschlafen alle 5 Minuten aufstehst, um jedes verdächtige Geräusch zu überprüfen. Dein Leben verändert sich nicht. Keiner kommt. Jeder Tag ist derselbe. Am Anfang versuchst du noch zu zählen, wie viele Tage du schon im Kino gefangen bist, aber nach einer Weile verlierst du das Zeitgefühl. Deine Augen sind knallrot vom stundenlangen Starren auf die Leinwand. Du erschrickst dich manchmal, wenn du dich im Badspiegel siehst. Deine Haut ist blass geworden. Du hast an Gewicht zugelegt und deine Schultern sind vom Sitzen und Schlafen in unbequemer Position rund geworden. Von Zeit zu Zeit versuchst du zu trainieren und ein paar gesunde Gewohnheiten in dein Leben zu bringen, aber die meiste Zeit fühlst du dich, als wärst du die Hauptfigur in irgendeinem seltsamen Film. Der, in dem du nicht herausfinden kannst, was real ist und was nicht. Du siehst ständig Dinge im Augenwinkel, aber wenn du dich umdrehst, ist da nichts. Du beschließt, keine Gruselfilme mehr zu schauen. Und dann sitzt du doch wieder in diesem Saal und wartest, dass der nächste Film anfängt. Und bevor du dich versiehst, hat dich der Film in seinen Bann gezogen. Du starrst auf die Leinwand, obwohl du weißt, dass du dann nachts nicht schlafen kannst. Du beginnst dich zunehmend einsam zu fühlen. Filmfiguren werden zu deinen einzigen Freunden. Du sprichst in deinem Kopf und auch laut mit ihnen. Die Stille, nachdem du aufgehört hast, ist furchtbar. Und die dunklen Ecken des Kinos wirken in solchen Momenten noch unheimlicher. Dein Magen schmerzt. Du hast die Nase voll von Snacks, Bonbons, Sandwiches und Popcorn. Unglaublich, aber das Einzige, wonach du dich sehnst, ist eine Schüssel warme Suppe. Du hast keinen Spaß mehr an Filmen. Nichts scheint lustig, traurig oder gruselig zu sein. Du schaust dir nur noch Filme an, ohne zu wissen, worum es eigentlich geht. Es fühlt sich an, als würdest du auf einer einsamen Insel festsitzen, aber irgendwie schlimmer. Dort hättest du wenigstens Strände, Sonnenuntergänge, Palmen und vielleicht sogar eine Chance, nach einer Weile zu entkommen. Du vermisst die frische Luft, Sonnenlicht, das Gefühl von Regen auf deiner Haut. Du schließt die Türen der Kinosäle und stellst dich neben die Kasse. Du bist fertig mit dem Vorspann, der Filmmusik, deinen Lieblingsschauspielern. Du willst nichts mehr mit Filmen zu tun haben. Du fängst an, den Ort zu erkunden und achtest noch mehr auf Details als zuvor. Du betrittst jeden Saal und versuchst, neue Ausgangsmöglichkeiten zu finden. Die Hoffnung schwindet. Aber dann erinnerst du dich an etwas, was du vor ein paar Tagen in einem Film gesehen hast und rennst zur Toilette. Hier ist ein Fenster zum Belüftungsschacht. Jetzt oder nie. Es ist ziemlich hoch. 2 Mülleimer. Ja, vielleicht erreichst du es ja. Deine Konstruktion wackelt, aber du schaffst es irgendwie, durch das Fenster zu kriechen, bevor der Mülleimerturm umkippt. Du musst da oben ein ganzes Labyrinth aus Lüftungsschächten durchqueren, bevor du endlich rauskommst. Ah, eine warme, schöne Nacht. Es fühlt sich an, als würdest du das erste Mal seit über einem Jahr wieder tief durchatmen. Das Kino ist nicht im Stadtzentrum, also machst du dich auf den Heimweg. Als du zu Hause ankommst, kann dein Mitbewohner kaum seinen Augen trauen. Bist du aus Aruba zurück? Er klingt überrascht. Du hast keine Ahnung, wovon er spricht. Er sagt, du warst enttäuscht von deinem Job und wusstest nicht, was du tun sollst. Also hast du allen erzählt, dass du irgendwas anderes brauchst. Vielleicht ein paar Monate auf Aruba oder sowas in der Art. Daher dachten wir alle, du bist für eine Weile weg und meldest dich dann wieder bei den Leuten. Dein Telefon war aber über ein Jahr lang aus und du hast niemandem auf Social Media geantwortet. Nein, es war nicht Aruba oder so. Es war das Kino mit Filmen aus der ganzen Welt. Viel Popcorn, die Renovierung, niemand kam und... Du willst deinem Mitbewohner die Geschichte erzählen, du hastest aber, lässt Wörter weg, überspringst Teile der Geschichte und er sieht dich nur verwirrt an. Du beschließt, ihm einfach den Ort zu zeigen, aber als er dort ankommt, will er nicht näher rangehen. Dieses Kino? Das ist schon seit Jahren geschlossen. Ich kann mich gar nicht erinnern, es je offen gesehen zu haben. Es gibt eine Geschichte über einen Typen, dem es gehörte. Der war ein großer Filmfan und sammelte Filme aus der ganzen Welt. Er war dabei, dieses Kino zu renovieren, aber dann verschwand er plötzlich. Keiner wusste, was passiert war. Das Kino wurde geschlossen und ist seither in Renovierung. Die Leute haben Geräusche gehört, die aus dem Gebäude kamen, aber niemand wollte reingehen, um das zu untersuchen. Ach, wie bist du denn an so einen Ort gekommen?
Du siehst, dass da Leute in der Nähe des Kinos sind. Sie kommen auf dich zu. Du willst weglaufen, aber du kannst dich nicht bewegen. Was ist denn hier los? Du schreckst in deinem Sitz hoch. War das alles nur ein Traum? Der Abspann läuft über die Leinwand, was bedeutet, dass der Film zu Ende ist. Der Saal ist leer und du verlässt ihn schnell. Keiner ist da. Oh nein, nicht schon wieder! Hallo! Rufst du in Panik. Stille. Und dann... Ja? Im frühen Stadium der Forschung stellten Forscher den Megalodon wie eine größere, etwas gefährlicher aussehende Version des Weißen Hais dar. Filme folgten dem Beispiel, fügten ein paar Details hinzu und voila! Schon haben wir einen Meeresriesen, der bis zu 27 Meter lang wird. Nun mal langsam. Ein Megalodon war normalerweise 15 bis 16,5 Meter lang, manchmal auch bis zu 18 Meter. Zum Vergleich, eine Bowlingbahn ist 18 Meter lang. Ein Schulbus ist etwa 13,5 Meter lang und ein durchschnittlicher Mensch misst 1,78 Meter. Also ja, gut gemacht, Megalodon, aber immer noch nicht 27 Meter. Er wog etwa 50 bis 60 Tonnen. Das entspricht 10 ausgewachsenen Elefanten oder sogar einer Boeing 737. Das gilt allerdings nur für die Weibchen. Die Damen waren nämlich fast zweimal so groß wie die Männchen. Und noch eine Diskrepanz zwischen Film und Wirklichkeit. Megalodon hat gar nichts mit dem Weißen Hai zu tun. Er ist allenfalls ein entfernter Cousin. Denn Megalodon ist de facto das letzte Mitglied einer komplett anderen Haifamilie. Außerdem ist er locker dreimal so groß wie ein durchschnittlicher weißer Hai. Seine Nase ist kürzer und der Kiefer ist deutlich flacher, sodass er fast zerquetscht aussieht. Megalodons Brustflossen sind auch länger als die des weißen Hais. Urzeitliche Raubfische fraßen so viel, dass sie mehr Stütze für ihr Gewicht benötigten. Beide haben einen exzellenten Geruchssinn, also war es schon zu Urzeiten keine so gute Idee, mit einem Brocken rohem Fleisch in der Hand schwimmen zu gehen. Heute ebenso wenig. Egal ob Megalodon noch in der Tiefe lauert, was manche glauben, oder für immer verschwunden ist, der jüngere Cousin greift auch gern zu. Beide machen Jagd auf marine Säugetiere. Sie könnten sich also gut gemeinsam beschäftigen. Das heißt, bis Mac übel launig wird und versehentlich seinen Kumpel verputzt. Man kann ja nie wissen. Aber sie hatten unterschiedliche Jagdstile. Der weiße Hai taucht gerne von unten an seine Beute heran und attackiert die weichen Stellen, wie zappelnde Beine oder den Bauch. Megalodon zielte jedoch auf die Flossen. Mit seinem fast 3 Meter großen Maul und dem wohl stärksten Biss aller Zeiten konnten seine Zähne so ziemlich alles durchbohren. Es wurden sogar ganze Zähne in Knochen größerer Tiere wie Wale gefunden. Ohne ihr Hauptsteuerelement beim Schwimmen sind die armen Meeresbewohner dem Monster hilflos ausgeliefert. Allerdings stellten Wale nur einen kleinen Teil der Menükarte dar. Robben, Seekühe, Tintenfische, Delfine, andere Haie, der gute alte Megalodon hätte sicher auch zu einem Schwarm kleiner Fische, die ihm geradewegs ins Maul schwimmen, nicht Nein gesagt. Kleiner Snack für zwischendurch. Nicht mal Riesenschildkröten mit ihren dicken Panzern waren sicher. Vielleicht stellten sie seine tägliche Mutprobe dar. Eine recht abwechslungsreiche Diät und davon auch nicht gerade wenig. Mac verdrückte 1130 Kilogramm am Tag. Kein Wunder, dass er König der Meere war. Fast 300 Zähne in 5 Reihen und wir reden hier über rasiermesserscharfe Beißerchen, die bis zu 18 cm lang wurden. Sein Name bedeutet ja auch Riesenzahn. Hey, vielleicht hatte er ja auch einen Cousin namens Orthodonti, was für krumme Zähne oder tiefe Taschen steht. Über ein ganzes Leben hinweg wechselt Megalodon tausende Zähne. Da seine Zähne nicht so stabil waren, fielen sie ihm oft aus. Doch innerhalb von 1 bis 2 Tagen wuchs ein neuer nach und die Jagd konnte ohne Unterbrechung weitergehen. Bei modernen Haien ist das übrigens genauso. Kaputte oder abgenutzte Zähne werden durch neue ersetzt. Die ausgefallenen Zähne sind die einzigen Relikte, die Wissenschaftlern bei der Erforschung von Megalodon zur Verfügung standen. Man fand sie auf der ganzen Welt. Megalodon lebte in allen Ozeanen und Fossilien kann man auf allen Kontinenten außer in der Antarktis finden. Was denn, zu kalt? Da sein Skelett statt aus Knochen aus Knorpel bestand, ist von ihm nichts übrig geblieben. Einziger Beweis seiner Existenz sind die Zähne. Sie geben über viele Dinge Aufschluss, wie zum Beispiel die Größe.
Auch die Größe eines modernen Hais wird anhand der Größe eines Zahns bestimmt. Megalodon hatte den stärksten Biss von allen Lebewesen auf der Erde. Ein Duell zwischen Meg und T-Rex wäre sicher ein großer Spaß. Leider hatten sie nie eine Chance, sich kennenzulernen und Freunde zu werden. Dinosaurier sind bereits vor über 60 Millionen Jahren ausgestorben. Megalodon hingegen versetzte vor 23 bis 2,5 Millionen Jahren die Bewohner aller Ozeane und Meere in Angst und Schrecken. Wo würde Megalodon heute leben? Nun, vielleicht würden ihm dieselben Orte gefallen wie den modernen Haien. Florida, Hawaii, Brasilien, Südafrika oder irgendwo in der Südsee. Wenn ich so darüber nachdenke, keine schlechte Idee. Meg, nimmst du mich mit? Megalodon selbst hatte keine Konkurrenten oder natürlichen Feinde, aber seine Jungen waren zu schwach, um sich zu verteidigen. Daher zog es das Oberraubtier in warme, flache Gewässer ohne starke Strömungen, um die Jungen aufzuziehen. Die waren übrigens um die 2 Meter lang, auch nicht gerade klein. Wissenschaftler fanden ein paar ihrer Milchzähne. Man vermutet daher, dass ein beliebter Aufzuchtort vor Panama lag. Und die sind 10 Millionen Jahre alt. Okay, dann wollen wir mal einen potenziellen Rivalen beleuchten. Den mächtigen Pottwal. 13,5 bis 18 Meter lang. Allein die Größe macht ihn zum Kontrahenten. Moderne Pottwale haben keine so großen Zähne, aber ihre Vorfahren, die vor etwa 13 Millionen Jahren lebten, hatten dafür umso mehr. Der längste je gefundene Zahn ist fast 13 cm breit und 35,5 cm lang. Das ist so groß wie eine Brauseflasche. Das wäre bestimmt ein interessanter Wettkampf. Wir sprechen hier über dieses gigantische Meeresraubtier, aber er ist nicht der einzige faszinierende Urzeitfisch, der die Ozeane bevölkerte. Haie gehören tatsächlich zu den ältesten Tieren auf unserem Planeten. Noch älter als Insekten, Säugetiere, Dinosaurier, ja sogar Bäume. Massenaussterben beseitigte beinahe alle Lebewesen. Riesige Asteroiden stürzten auf die Erde, die Kontinente trennten sich und so viel mehr geschah. Aber die Haie waren und blieben da, lebendig, hartnäckig, ohne Kontakt zur Außenwelt. Sie entspannten einfach und machten ihr Ding. Der Stachelhai war eines der ersten Tiere mit einem Kiefer. Nicht, dass er viel damit anfangen konnte, er war nur 30,5 cm lang. Megalodon würde ihn nicht mal eines Blickes würdigen. Er war nicht mal ein richtiger Hai, sah nur wie einer aus. Falls du dich je gefragt hast, wie die Kombi aus Aal und Hai aussehen würde, tada! Der Kragenhai bevorzugte Süßwasser, war bis zu 1 Meter lang und ist vor etwa 200 Millionen Jahren ausgestorben. Da Dinosaurier vor etwa 230 Millionen Jahren die Bildfläche betraten, war der Kragenhai vermutlich da, um sie willkommen zu heißen. Nur dummerweise hielten die Dinosaurier ihn wohl für einen Appetithappen. Dieser Raubfisch würde am Strand ein paar hübsche Kreischer ernten, wenn es ihn noch gäbe. Der Ginsu-Hai. Seinen Spitznamen verdankt er den Ginsu-Messern, da er ein riesiges Maul mit fast 500 rasiermesserscharfen Zähnen hatte. Zu seinen Hobbys gehörte die Jagd auf große Schildkröten. Okay, im Ernst, was soll dieser Hai-Schildkröten-Trend? Scherenzahnhaie. Jetzt geht's aber los. Diese Kollegen lebten vor etwa 300 Millionen Jahren und hatten seltsam geformte Köpfe. Am ungewöhnlichsten waren ihre Kiefer. Der Hai ließ alte, verbrauchte Zähne nicht ausfallen, sondern hinten einfach neue wachsen. Die vorderen wurden dabei weiter nach vorne geschoben. Mit fortschreitendem Alter bekam der Hai dann dieses kuriose Scherenzahngesicht. Wissenschaftler kennen bis heute nicht den Zweck. Vielleicht sollten wir mal einen Kieferorthopäden fragen. Auch während Megalodons langer Herrschaft war unser Lieblingsurzeitraubfisch nicht der einzige gruselige Riesenhai. Nämlich, ich kann ihn nicht aussprechen, ich nenne ihn einfach Herrn C. Leider wurden nicht ausreichend Fossilien von ihm gefunden, um mehr über ihn erfahren zu können. Wissenschaftler sagen aber, dass seine Zähne über fast 13 cm lang waren. Somit war er selbst vermutlich bis zu 6 Meter lang. Ach, hätte er doch ein paar mehr Zähne liegen gelassen. Ich denke, dann wäre Megalodon nicht der einzige Filmstar. Zu schade, Herr C. Ein riesiger Zug rast die Schienen entlang, die Bremsen quietschen. In wenigen Sekunden werden 1000 Tonnen Stahl in einen Bus krachen, der auf den Gleisen feststeckt. Nur ein Wunder kann die Menschen jetzt noch retten. Aber halt! Was ist das? Nur Augenblicke vor der Kollision taucht eine menschliche Gestalt auf. Er kommt mit einem Jetpack angeflogen. Sein Körper ist durch ein Exoskelett geschützt.
Der Anzug erinnert an eine Ritterrüstung und macht unglaublich stark. Die Person landet vor dem Zug, steckt seine Hände gegen den kalten Stahl aus, das Exoskelett absorbiert den Aufprall, die Räder kreischen fürchterlich, dann ein ohrenbetäubendes Pfeifen und der Zug bleibt Millimeter vor dem Bus stehen. Die Türen des Busses klemmen und niemand kann heraus. Der Held zieht ein Lichtschwert und schneidet eine Öffnung in das Metall. Vielleicht etwas übertrieben, aber viele coole Dinge, die wir aus Comics und Fernsehen kennen, sind heute Realität. Das Sarkos-Roboter-Exoskelett macht den Träger 20 Mal stärker, reduziert das Risiko einer Verletzung und behindert die Bewegung kaum. Dieses Modell ist nur eines von vielen Beispielen. In naher Zukunft wird diese Technologie auf unseren Straßen so normal werden wie fliegende Drohnen oder Hoverboards. In einem solchen Anzug kannst du sowohl Menschen retten, als auch den Kühlschrank allein die Treppen hochtragen. Jetzt müsste er nur noch fliegen können. Richard Browning ist der Gründer von Gravity Industries, einem Unternehmen, das Jetpacks entwickelt. Er ist auch der erste Testpilot. Sein Apparat besteht aus einer großen Düse auf dem Rücken und zwei kleineren an den Armen. Mit diesem Rucksack sieht man wie eine Figur aus einem Science-Fiction-Film aus. Und wenn du weniger als 90 Kilogramm wiegst, kannst du damit auch abheben. Der Haken: die Produktion kostet 386.000 Euro pro Stück. Das Lichtschwert hat eher etwas mit Spaß zu tun. Mehrere Generationen an Wissenschaftlern und Jedi-Fans versuchen, ihre Version davon zu produzieren. Der vielversprechende Kandidat für Lichtschwerter ist Hochenergieplasma. Ein starkes Magnetfeld sorgt für die Form des Plasmas. Aber es gibt ein Problem. Um das Lichtschwert zu betreiben, müsstest du jede Menge Zeug mitschleppen. Und vergessen wir nicht die ultraviolette Strahlung und Hitze, die vom heißen Plasma ausgehen. Der Schneidbrenner Metal Vapor Torch stellt derzeit die beste Alternative zu einem Jedi-Schwert dar. Das Gerät durchtrennt Metall innerhalb von Sekunden. Nur kann man mit ihm nicht fechten. Ein Tarnmantel, der dich unsichtbar macht, ist keine Fantasie mehr. Die kanadische Firma Hyperstealth Biotechnology Corp. hat einen Stoff entwickelt, der dich verschwinden lässt. Das hat auch gar nichts mit Magie zu tun. Einfach nur gute alte Physik. Der Tarnmantel erzeugt eine optische Illusion, die dich verbirgt. Seit 1985 interessieren sich Menschen aus aller Welt für das Hoverboard. Erfinder versuchen seit Jahrzehnten, das Design nachzubauen. Viele Firmen haben ihre eigenen Versionen eines fliegenden Skateboards gebaut. In der Luft gehalten werden sie von einem Wasserstrahl, verbrennendem Kerosin, Elektrizität oder rotierenden Propellern. ArcSpax Hendo kommt dem Filmprototypen wohl am nächsten. Das Modell kann in alle Richtungen fliegen, umdrehen und bremsen, möglich gemacht durch zwei Magnetfelder, die sich abstoßen. 1947 sahen sich amerikanische Ingenieure das Auto an und fanden es langweilig. Vielleicht könnte man es zum Fliegen bringen. Klasse Idee. Resultat ihrer Arbeit war das Modell 118 Convair Car. Im Prinzip nahmen sie ein Auto und schraubten ein Propellerflugzeug ans Dach. Weltweit investieren Firmen Millionen in die Idee eines fliegenden Autos. Heute sieht das Auto allerdings eher wie eine Drohne oder einen Hubschrauber aus. Viele Forscher meinen, wir würden nie fliegende Autos bauen, da es zu teuer und gefährlich ist. Wer weiß. Im 19. Jahrhundert sagte man, dass diese vierrädrigen Kisten niemals ein Pferd ersetzen würden. Und heute würde niemand mehr einen klapprigen Pferdewagen einer gemütlichen Autofahrt auf der Autobahn vorziehen. Während Ingenieure versuchen, Autos in die Luft zu kriegen, haben ihre Kollegen daran getüftelt, dass sie keine Fahrer mehr brauchen. Die Computer übernehmen das Ruder. Willst du einkaufen oder in ein Restaurant, wählt dein selbstfahrendes Auto automatisch die beste Route. Es weiß auch, wo es parken kann. Das Auto erkennt andere Verkehrsteilnehmer mit Hilfe von Sensoren, Videokameras und leistungsstarken Prozessoren und erfasst Ampeln und Schilder. Das Robotaxi-Projekt ist das vielversprechendste in diesem Bereich. Innerhalb der nächsten 10 bis 20 Jahre werden Fahrschulen vermutlich der Vergangenheit angehören. Schon seit Jahrtausenden sitzen die Menschen am Feuer und schauen in die Sterne. Unsere Zivilisation hat das All bereits aus nächster Nähe untersucht, aber es gibt immer noch mehr Fragen als Antworten. Innerhalb von 60 Jahren waren 600 Astronauten im Weltall. 7 davon waren Touristen, die die internationale Raumstation besucht haben. Für die Gelegenheit, unseren Planeten aus einer Höhe von 400 Kilometer zu bestaunen, bezahlt man schlappe 44 Millionen Euro. SpaceX und sein Gründer Elon Musk planen bis 2050 eine Kolonie auf dem Mars zu errichten.
1 Million Menschen werden in der ersten marsianischen Stadt leben. Du brauchst nicht in ein Raumschiff steigen, um dich wie auf einem anderen Planeten zu fühlen. 80% der Weltmeere sind noch unerforscht. U-Boot-Hersteller bieten die Möglichkeit, den Meeresboden mit Stil zu besichtigen. Ihre U-Boot-Yacht vereint Komfort und Sicherheit. Das private U-Boot Migaloo M5 ist länger als der Berliner Funkturm hoch ist und kann 4 Wochen unter Wasser bleiben. Zu dem Set gehören außerdem ein Hangar mit einem Hubschrauber, Jetskis und Mini-Tiefseetauchkapseln. Käufer gibt es bisher noch nicht, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Stell dir vor, du bist Taucher und willst an den Meeresboden tauchen. Um dich herum ist alles dunkel, aber du hast ja eine Taschenlampe. Du atmest eine Flüssigkeit, die deinen Helm bis zu den Augen füllt. Moment, wie bitte? Wir können Wasser oder von mir aus auch Brause nicht atmen, weil diese Substanzen zu wenig Sauerstoff enthalten. Nicht etwa, weil sie flüssig sind. In Zukunft werden Taucher eine mit Sauerstoff angereicherte Flüssigkeit atmen. Tiefe Tauchgänge werden dadurch möglich. Das amerikanische Unternehmen Second Sight Medical Products hat ein künstliches Auge entwickelt, das Blinde wieder sehen lassen kann. Es heißt Argus 2. Genau genommen ist es ein elektronisches Retina-Implantat und der erste Schritt zum bionischen Auge. Künftig wird es in der Lage sein zu zoomen, das Bild zu schärfen oder auf infrarotes Licht umzuschalten. Brillen für eine erweiterte Realität haben die technische Perfektion noch nicht erreicht. Aber Futuristen sind optimistisch, dass sie unsere Welt verändern werden, wie es auch das Internet getan hat. Wozu einen Fernseher oder Computer? Auf Kommando erzeugt die Brille einen virtuellen Bildschirm beliebiger Größe vor deinen Augen. Fernseher, Möbel, Kleidung, alles kann durch virtuelles Zeug ersetzt werden. Die Brille digitalisiert alles um dich herum und lässt es so aussehen, wie du willst. Solange du sie nicht abnimmst, natürlich. Heute hast du eine mediterrane Landschaft vor dem Fenster, morgen den Times Square. Festplatten und optische Datenträger speichern Unmengen an Daten. Aber diese Technologie ist nicht zuverlässig. Mit der Zeit sind sie nicht mehr lesbar. Wissenschaftler sind dabei, auch dieses Problem zu lösen. Sie erforschen, wie man elektronische Daten in die DNA lebender Bakterien speichern kann. In jeder Zelle finden biologische Prozesse statt. Wissenschaftlern ist gelungen, sie zu programmieren. Innerhalb der nächsten 10 Jahre wird es Nanobots geben. In Filmen und Comics werden oft die Bösewichte mit derartiger Technik in Verbindung gebracht. In der echten Welt werden Nanobots in der Medizin Einsatz finden. Jeder Roboter ist nicht größer als ein Molekül. Durch das Einschleusen von mehreren Nanobots in den Körper werden Mediziner in der Lage sein, die Gesundheit und physische Kondition ihrer Patienten zu überwachen. Und das Beste, sie werden mit einem 3D-Drucker gedruckt. In Filmen geht der Plan, Dinosaurier zu klonen, nie gut aus. Heutige Wissenschaftler sagen, dass das auch gar nicht möglich ist. Zum Klonen braucht man Gene, die nicht älter als 1 Million Jahre sind. Die Dinos sind allerdings schon vor 65 Millionen Jahren ausgestorben. Aber es gibt ja noch andere Tiere. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass innerhalb der kommenden 50 Jahre wieder Mammuts, Wollnashörner oder Säbelzahntiger auftauchen. Forscher implantieren genetisches Material ausgestorbener Tiere in existierende Elefanten, Nashörner oder Tiger. In Science-Fiction-Filmen sehen wir oft, wie bunte Strahlen durchs Weltall geworfen werden, um ein Raumschiff anzuziehen. Australische Wissenschaftler haben einen solchen Strahl erzeugt, nur ist er unsichtbar. Ihr Strahl ist in der Lage, Atome in einem Vakuum einzufangen und festzuhalten. Bis zu einem ganzen Raumschiff ist es natürlich noch ein weiter Weg, aber für die Physik ist das ein gewaltiger Schritt. Wissenschaftler haben einen Quantentrichter entwickelt, mit dem man einzelne Atome und Moleküle untersuchen kann. Da ist es. Du bist da. Das beste Entertainment ever. Full D Kino. Du betrittst einen dunklen Saal mit einer großen runden Leinwand, setzt Kopfhörer auf und fühlst, wie Millionen von Sensoren sich mit den Neuronen deines Gehirns verbinden. 3, 2, 1 und schon bist du die Hauptfigur eines unglaublichen Films. Es ist Nacht, du liegst in deinem Bett und kuschelst dich auf der Flucht vor der Kühle in deine Decke. Du hörst unheimliche Geräusche, als würde jemand von innen an die Wände kratzen. Du stehst auf und spürst die Anspannung in der Luft. Du gehst zum Lichtschalter, drehst dich um und bemerkst eine dunkle Figur hinter dir, direkt neben deinem Bett. Ihre Züge verschwinden in der Dunkelheit, doch sie starrt dich klar an. Du begreifst, dass du in einem Horrorfilm bist und schaltest das Licht an. Die Silhouette verschwindet. Du schaltest das Licht wieder aus, doch das Phantom ist nicht zu sehen.
Du hörst ein heiseres Heulen. Kopfüber an der Decke steht eine alte Figur auf allen Vieren. Sie kreischt und springt dich an. Mit rasendem Herz rennst du aus dem Zimmer und schlägst ihr die Tür vor dem Gesicht zu. Du hast Glück, dass es nur ein Film ist, sonst hättest du hiernach jahrelang Albträume. Du bist jetzt in der Küche. Vor dem Fenster sind die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne zu sehen. Eine Art Motivationsmusik ist zu hören, doch du weißt nicht, woher sie kommt. Auf dem Tisch stehen ein Mixer, zwei Eier und ein Milchkarton. Du machst dir einen Eiweißshake und bemerkst, dass du schon einen Sportanzug trägst. Dann gehst du nach draußen. Die Musik wird lauter und du beginnst zu laufen. Gebäude und Straßen blitzen innerhalb von Sekunden an dir vorbei. Du fühlst dich motiviert und bemerkst, dass du jetzt in einem Sportfilm bist. Du bist in hervorragender körperlicher Verfassung und bereit für Siege. Aber deine Stimmung verschwindet in dem Augenblick, als ein Gebäude neben dir explodiert. Du wirst zur Seite geworfen, doch bleibst vollkommen unverletzt, so wie das bei einem Actionhelden sein sollte. Es gibt weitere Explosionen in der Nähe und du beginnst ums Überleben zu rennen. Ein SUV mit getönten Scheiben biegt um die Ecke, du rutschst über die Haube und springst auf ein geparktes Sportmotorrad. Anscheinend hat das da nur auf dich gewartet, bereit für alles, was kommen wird. Du fährst von der Verfolgungsjagd davon. Hinter dir bricht der Asphalt auf, Autos werden wie Spielzeuge umhergeworfen, Fenster zerspringen. Vor dir siehst du einen riesigen Lastwagen mit einer Holzrampe an der Rückseite. Du drehst das Gas voll auf, die Maschine heult auf und schon bist du in der Luft. Und natürlich genau rechtzeitig. Hinter dir gibt es riesige Explosionen. Du krachst durch das Fenster des nächsten Gebäudes und springst vom Motorrad. Du befindest dich in einem grauen Zimmer mit alten Möbeln. Das Fenster, durch das du gerade noch gesprungen bist, ist schon wieder ganz und es schlagen Regentropfen dagegen. Du fühlst dich erschöpft und verwirrt. Du gehst von links nach rechts und siehst auf die Straße unter dir. Da bemerkst du einen Schreibtisch mit einer Schreibmaschine in der Ecke. Du setzt dich dran und beginnst wie verrückt zu tippen. Worte und Sätze schütten aus dir heraus auf das weiße Papier. Du bist überzeugt, dass du ein Meisterwerk schreibst. In Wahrheit ist der Text vollkommener Quatsch. Aber nicht für dich. Die Spannung ist so groß, dass du beginnst zu weinen. Stunden vergehen innerhalb von Sekunden, Nacht und Tag wechseln sich ab und auf deinem Schreibtisch entsteht ein ganzer Stapel beschriebener Seiten. Du schnappst dir das Manuskript und siehst die Redakteurin lesen. Eine Träne läuft ihr die Wange herab und sie sagt, du hättest etwas Unglaubliches geschrieben. Aber zu welchem Preis, antwortest du. Dieses Buch hat mir alles genommen. Du hast keine Ahnung, was es dir wirklich genommen hat, aber du spürst es, denn du bist in einem Drama. Du verlässt das Büro der Redakteurin und findest dich auf der Straße wieder, mitten in einem Stau. Ein Mann steckt seinen Kopf aus einem Autofenster heraus und sagt, »Hey Fremder, was für ein Tag!« Ein Radfahrer fährt vorbei und ruft dabei, »Wunderschön und laut ich es sag!« Wie von selbst antwortest du, »Ich weiß nicht, was es bedeutet, doch es ist wundervoll und ich freue mich, Leute!« Wie sich herausstellt, hast du eine wunderschöne Stimme. Die Leute um dich herum steigen aus ihren Autos und singen mit dir mit. Eine Krähe auf einer Laterne und ein paar vorbeifliegende Tauben singen ebenfalls mit. Alle um dich herum tanzen, als hätten sie es geprobt und ein Feuerwehrwagen sprüht Wasser auf die Menge. Das Lied wird immer lauter. Du möchtest hier für immer leben in der Musical-Komödie. Wow, das war der Hammer. Du gehst in eine dunkle Gasse und alles um dich herum ist in schwarz-weiß getaucht. Du trägst einen Hut aus den 50ern. Du hörst das Heulen einer Polizeisirene. Jemand schreit, das Geräusch zerbrechenden Glases. Diese Stadt, versunken in Gier und Betrug. Anscheinend hast du diesen Gedanken gerade laut geäußert. Cool, jetzt bist du in einem Noir-Detektivfilm. Du sitzt im Büro, ein leeres Glas und einige Notizen sind auf deinem Schreibtisch verstreut. Der 17. Dezember 1954. Hab seit 2 Tagen nicht geschlafen. Eine schöne Frau steht plötzlich in der Tür. Ich brauche ihre Hilfe, sagt sie. Du fährst einen Oldtimer durch eine nächtliche Schwarz-Weiß-Stadt. Und dann merkst du, dass das kein Film, sondern der Trailer für einen Detektivfilm ist. Das Bild verändert sich mit ansteigender Musik. Jetzt streitest du dich mit deinem Partner über etwas. Als nächstes steckst du mitten in einer Verfolgungsjagd. Du trittst eine Tür auf. Stehen bleiben! Nahaufnahme von schließenden Handschellen an Handgelenken. Die Musik wird heftiger und eine Stimme im Hintergrund sagt,
diesen Sommer. Du wirfst ein brennendes Streichholz auf den Boden und alles geht in Flammen auf. Geldscheine fallen vom Himmel. Das nächste Bild zeigt dich im starken Regen. Tropfen fallen in Zeitlupe von deinem Hut. Du grinst. Der dunkle Detektiv, sagt die Stimme, und der Trailer ist vorbei. Und ganz plötzlich wird die Welt wieder farbig. Du gehst durch eine geschäftigte Straße und siehst eine Bananenschale auf dem Boden liegen. Du gehst herum und hörst Gelächter. Du hast keine Ahnung, woher es kommt, aber in der Nähe siehst du zwei Obsthändler. Einer gibt dem anderen ein paar Euro, weil er gerade eine Wette verloren hat. Der Verlierer fragt dich, war es denn so schwer, auszurutschen und hinzufallen? Du zuckst nur die Schultern und hörst wieder das Lachen. Als würde eine unsichtbare Menschenmenge dich beobachten und über jede deiner Aktionen lachen. Alles klar, du bist in einer Sitcom. Eine alte Dame geht vorbei und rutscht auf der Bananenschale aus. Zum Glück fängst du sie gerade rechtzeitig auf. Der Händler, der gerade gewonnen hat, gibt das Geld zurück und du hörst wieder Gelächter. Weißt du, mein Schatz, in 100 Jahren hat mich noch niemand vor einer Banane gerettet. Gib die Dame zu. Das Gelächter wird immer lauter. Du bist genervt und flitzt in den nächsten Supermarkt. Du gehst durch die Gänge und füllst deinen Einkaufswagen. Mehrere Leute kommen von verschiedenen Seiten auf dich zu und fotografieren dich mit Kameras mit riesigen Objektiven. Eine Person liegt sogar hinter Apfelkisten auf dem Boden. Sie sind überzeugt, dass du sie nicht sehen kannst. Eine ruhige und angenehme Stimme sagt, das Gefühl von Hunger lässt ihn mehr Essen in den Wagen werfen. An der Kasse wird dieser Mensch verstehen, ob er genügend Geld für alles hat. Du stimmst zu und stellst die Schokomilch wieder ins Regal. Leute mit Kameras folgen dir in einiger Entfernung. Als nächstes sehen wir ein häufiges Ritual in der menschlichen Umgebung, für Nahrung in der Schlange stehen. Anscheinend bist du gerade in einer Naturdoku. Du verstehst auf einmal, wie Tiere sich fühlen müssen. Du gehst aus dem Supermarkt und plötzlich bebt die Erde. Überall schreien Menschen und Raumschiffe tauchen am Himmel auf. Eine Alien-Invasion. Du steigst in ein geparktes schwarzes Auto und es verwandelt sich in ein Raumschiff. Du manövrierst es zum Himmel und weichst Lasern aus. Feindliche Schiffe jagen dich. Du rufst deinem erwachsenen Sohn an. Mein Sohn, ich habe dir das nie gesagt, doch ich liebe dich sehr. Du bist das Kostbarste in meinem Leben. Bitte, pass auf dich auf. Papa, was ist los? Papa! Fragt der Sohn, doch du stellst das Telefon ab. Du bist in einem Science-Fiction-Film mit dramatischen Elementen. Dein Raumschiff schießt ins All und du siehst die gigantische Arche der Invasoren. Du schiebst dich an den Gegnern vorbei und krachst in ihre Kommandozentrale. Eine Riesenexplosion erhellt den Weltraum. Die Menschheit hat gewonnen. Du wirst zum Helden erklärt. Doch niemand weiß, dass du dich im letzten Moment aus deinem Schiff katapultiert hast. Und jetzt lebst du mit deiner Familie ein friedliches Leben in einem wunderschönen Dorf. Ende. In der Hauptrolle du. Demnächst im Kino. Aufgepasst! Wasser kocht schneller, wenn etwas Salz drin ist. Mythos. Es macht keinen Unterschied. Und wenn es so wäre, würde es stattdessen länger brauchen. Aber deine Nudeln schmecken mit Salz viel besser. Nur nebenbei. Fledermäuse sind blind. Stimmt nicht. Vielleicht führt dieser Irrglaube daher, dass sie nachtaktiv sind und extrem gut hören. Sie jagen bei Dunkelheit und verlassen sich auf Biosonar. Aber sie sind beileibe nicht blind. Ihre Augen sind nicht nutzlos. Sie sind einfach nur auf eine sehr schwache Beleuchtungsstärke eingestellt. Ein Blauwal ist so groß, dass allein seine Zunge so viel wie ein Elefant wiegen kann. Ja, diese Kollegen sind wirklich kolossal. Am Kopf verlierst du mehr Körperwärme. Nein, das glauben wir nur, weil der Kopf bei Kälte meist der einzige unbedeckte Körperteil ist. Würden wir nur mit einem T-Shirt rausgehen, verlören wir die Wärme über die Arme. Von Beinen, Hüften und anderen Körperteilen ganz zu schweigen. Also setz eine Mütze auf. Die Zungenlandkarte zeigt an, wo wir welche Geschmacksrichtungen schmecken. Nicht wirklich. Für jede Geschmacksrichtung gibt es eigene Geschmacksknospen. Aber das bedeutet nicht, dass sie alle an einem Fleck sitzen. Studien zeigen, dass alle Bereiche der Zunge mit Geschmacksknospen für alle Geschmacksrichtungen ausgestattet sind. Und die Zungenlandkarte beim Wal? Er steht wohl nur auf Plankton. Dinosaurier waren riesengroß. Nun, das stimmt nicht. In Filmen werden sie als gigantische, schuppige Echsen dargestellt. Dabei gab es viele kleine Dinosaurierarten. Manche waren nicht größer als ein Truthahn oder eine Taube. Außerdem hatten einige Dinos wie T-Rex sogar Federn. Vor allem zu Beginn ihrer Existenz.
Sauerstoff ist farblos. Das stimmt nur teilweise. Als Gas hat er keine Farbe, aber in fester oder flüssiger Form ist der Himmel blau. Chamäleons wechseln ihre Farbe, um sich der Umgebung anzupassen. Mythos. Das wäre sicher ein furchtbar ermüdendes Hobby. Tatsächlich wird ihre Farbe von ihrer Stimmung, der Temperatur oder Lichteinwirkung beeinflusst. Wenn Chamäleons sich entspannen und die Zellen sich ausdehnen, reagieren die Kristalle in ihnen anders auf das Licht. Diese Kristalle dienen auch der Kommunikation. Dunklere Töne weisen auf nicht allzu gute Laune oder eine aggressive Grundeinstellung hin. Also verzieh dich! Neandertaler gehören nicht zu unseren Vorfahren, obwohl sie zeitgleich mit modernen Menschen lebten, allerdings in anderen Regionen der Erde. Sie sind also keine Entwicklungsstufe, sondern eine komplett andere Linie. Sie waren auch ziemlich kreativ. Sie nutzten Feuer, verwendeten Werkzeuge, aßen medizinische Pflanzen, nutzten ihre Zähne und wiesen noch weitere Übereinstimmungen mit unserer Spezies auf. Vermutlich starben die Neandertaler aufgrund ungünstiger Klimabedingungen aus. Truthähne können gut anlaufen, das stimmt. Da sind sie genauso wie wir. Wenn sie wütend, aufgeregt oder mies gelaunt sind, wird die Haut an Hals und Kopf tiefrot. Wie bei meinem großen Bruder. Schwarze Löcher sind gar keine Löcher, wie es der Name vermuten lässt. Sie sind extrem dichte Objekte mit einer extrem hohen Gravitation. Flamingos sind so cool. Absolut wahr. Sie beugen ihre Beine am Knie. Nein, das ist nämlich ihr Knöchel. Das Knie liegt bei ihnen viel näher am Körper und ist von Federn bedeckt. Äpfel aus dem Supermarkt sind frisch. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Sie können bis zu ein Jahr alt sein. Geerntet werden sie in der Regel zwischen August und November. Dann werden sie mit Wachs überzogen und an warmer Luft getrocknet. Schließlich wandern sie in ein kaltes Lager und liegen nach 6 bis 12 Monaten im Supermarktregal. Wasser in Flaschen hat ein Haltbarkeitsdatum. Stimmt, aber das bezieht sich nicht auf das Wasser, sondern auf die Flasche. Mit der Zeit landen Plastik und unerwünschte Chemikalien im Wasser. Der Teebeutel war ein Versehen. Wahr. Im frühen 20. Jahrhundert füllte Thomas Sullivan kleinere Seidenbeutel mit Teeproben und verschickte sie an seine Kunden. Er ging davon aus, sie würden die Teeblätter aus dem Beutel in das heiße Wasser schütten. Doch viele Kunden dachten, sie sollten den ganzen Beutel in die Teekanne stecken. Der Teebeutel erhielt noch ein paar Verbesserungen, eine Strippe und ein Papierschildchen. Und schon war die versehentliche Erfindung perfekt. Ein Blitz schlägt nie zweimal an derselben Stelle ein. Das ist falsch. Das Empire State Building wurde sogar 8-mal innerhalb von 24 Minuten getroffen. Es war ein heftiges Gewitter und nichts und niemand kann einen Blitz aufhalten. Wurde ein Objekt mit günstigen Eigenschaften wie einer bestimmten Geländeform, stehendem Wasser oder einer gewissen Höhe erstmal getroffen, zieht es sicher auch wieder Blitze an. Du hast so viel DNA in deinem Körper, dass sie in ausgestreckter Form von der Sonne bis zum Pluto und zurückreichen würde. Das stimmt. Und zwar nicht nur einmal, sondern ganze 17 Mal. Nur siehst du dann nicht mehr so aus, wie du aussiehst. Krokodile gehören zu den ältesten Arten der Erde. Stimmt, es gibt sie bereits seit etwa 200 Millionen Jahren. Wie meine Nachbarn. Opossums hängen sich zum Schlafen an ihren Schwänzen auf. Das kennen wir doch aus Cartoons und von Fotos. Aber eigentlich tun sie das nicht. Ihre Schwänze sind wirklich stark und können tatsächlich ihr Körpergewicht an einem Zweig halten, aber nur für kurze Zeit. Ausgewachsene Tiere sind zu schwer, um länger in dieser Position zu verharren. Das wird höchstens ein Nickerchen. Das Gedächtnis eines Goldfischs hält nur 3 Sekunden lang. Falsch. Diese glänzenden Fische sind sogar ziemlich clever. Eine Studie zeigte, dass Goldfische den Unterschied zwischen 2 klassischen Musikstücken erkennen. Sie lernen zwar nur langsam, aber nach über 100 Trainingseinheiten schafften sie es. Mit einem 3-Sekunden-Gedächtnis wäre das unmöglich. Eine Salamanderart, das darfst du selbst aussprechen, na los, kann ihre Zunge auf über die Hälfte der eigenen Körperlänge in nur 7 Millisekunden herausstrecken. Wahr, das ist 50 Mal so schnell wie ein Augenzwinkern. Um seine Zungenlandkarte zu erkennen, musst du verdammt schnell sein. Menschen können Multitasking. Das stimmt nicht.
E-Mails lesen, telefonieren und nebenbei kochen. Es scheint, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun würde Zeit sparen. Aber Untersuchungen zeigen, dass Multitasking nicht funktioniert. Unser Gehirn kann sich immer nur um eine Sache kümmern. Wir wechseln nur zwischen den Aufgaben. Das dauert womöglich noch länger, statt Zeit zu sparen, und verkürzt zudem unsere Aufmerksamkeitsspanne. Die Erde ist der einzige Planet, der Wasser hat. Die NASA hat auf dem Jupiter einen Ozean mit doppelt so viel Wasser wie auf unserem Planeten entdeckt. Er befindet sich unter einer dicken Eisdecke. Sogar auf dem Mars fließt ein wenig Wasser. Die Erde ist rund, oder etwa nicht? Tatsächlich ist sie an den Polen etwas flacher und baucht am Äquator aus. Dadurch hat sie die Form eines Ellipsoids. Zombies sind keine Fantasie. Stimmt. Na gut, Menschen können nicht zu Zombies werden, wie wir es aus Filmen kennen. Aber im Tierreich gibt es welche. Es gibt eine Pilzart, die Ameisen befällt. Sie gibt spezielle Chemikalien in das Gehirn ab. Die Ameise verlässt daraufhin ihre Familie und sucht den Ort, an dem der Pilz gerne leben möchte. Der größte Wasserfall befindet sich im Ozean. Oh, das ist verdammt wahr. Er befindet sich im Nordpolarmeer. Das kalte Meerwasser ist dichter als der warme Wasserfall. Das Wasser stürzt über 3 Kilometer tief. Die kleinste Wespe der Welt ist gerade mal so groß wie eine Amöbe. Stimmt. Diese Wespe sieht so aus wie andere Insekten. Augen, Flügel, Beine und so weiter. Aber sie ist nur 0,02 Zentimeter lang. Damit ist sie kleiner als die einzelligen Organismen, die wir als Amöben kennen. Schnee ist immer weiß. Nein, und dabei spreche ich nicht von dem Schnee am Hydranten. In manchen Bergregionen gibt es rosa Schnee. In der Sierra Nevada in Kalifornien zum Beispiel. Die Farbe wird durch spezielle Algen erzeugt. Aurora Borealis hat eine Schwester. Wohl wahr. Sie heißt Aurora Australis und ist im Winter auf der Südhalbkugel zu sehen. Über 99% eines Atoms ist leerer Raum. Wahr. Wenn wir alle Menschen der Welt zusammenriefen und den gesamten leeren Raum zwischen den Atomen entfernten, würde die Weltbevölkerung in eine Orange passen. Das wäre doch mal ein Versuch wert. Dann finde ich wenigstens mal einen Platz im Bus. Delfine kommunizieren und nennen einander beim Namen. Stimmt, sie setzen spezielle Pfeiftöne ein, um sich zu identifizieren. Der Strudel in der Toilette dreht sich auf den Halbkugeln in unterschiedliche Richtungen. Irrtum. Die Richtung bleibt dieselbe, egal ob du in Australien oder Frankreich bist. Wirklich. Eine Schnecke kann verdammt lange schlafen. Wahr, manche Schnecken schlafen 3 Jahre am Stück. Haie riechen einen einzigen Blutstropfen auf Kilometer Entfernung. Nicht mal annähernd. Ihr Riechzentrum ist zwar deutlich vergrößert, aber der Ozean ist halt auch verdammt groß. Und es braucht einige Zeit, bis Geruchsmoleküle sich verteilen. An einem guten Tag bei günstigen Strömungen riecht ein Hai seine Beute vielleicht aus ein paar Footballfeldern Entfernung, aber sicher nicht kilometerweit. Und zu guter Letzt, Pinguine machen ihrer Angebeteten einen Antrag. Stimmt, sie sind monogam und nach der Partnerwahl schenkt das Männchen dem Weibchen einen Kiesel, um seine Zuneigung zu demonstrieren. Oh. Du sitzt in einem Auto auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums. Du hast gerade ein Geschenk für den Geburtstag deiner Schwester gekauft und du willst es zur Feier bringen. Heute sind sehr viele Leute im Einkaufszentrum, sodass es schwierig wird, vom Parkplatz runterzukommen. Aber schließlich näherst du dich dem Tor. Du drückst den Knopf neben dem Lenkrad und aktivierst das Schwerkraftkissen. Es lässt das Auto einige Zentimeter über dem Boden schweben. Die Räder des Autos gleiten in die Karosserie und eine riesige Turbine kommt aus dem Kofferraum. Die Frontscheibe wird zu einem Touchpanel mit vielen Knöpfen und Bildschirmen. Das Tor öffnet sich, die Turbine setzt eine Flamme frei und dein Auto fliegt vom Parkplatz weg, direkt ins Weltall. Tausende von fliegenden Autos rasen auf einer unsichtbaren Weltraumautobahn an dir vorbei. Du entfernst dich vom Einkaufszentrum, das wie eine riesige Raumstation aussieht, umgeben von Werbemarken-Hologrammen. Bevor du zur Erde fliegst, musst du noch zum Mars. Dort willst du den Motor deines Autos reparieren. Dein Navigator plant eine Route zum roten Planeten und du machst dich auf den Weg. Du bist weit von der Erdumlaufbahn entfernt, sodass du den Mars in einigen Stunden erreichen kannst. Du aktivierst den Autopiloten und beschließt, ein kleines Nickerchen zu machen. Wir schreiben das Jahr 2048.
Die Weltbevölkerung hat die Marke von 20 Milliarden Menschen überschritten. Es gibt zu wenig Platz auf der Erde. Die Menschheit ist noch nicht bereit, andere Planeten zu besiedeln. Also bauten wissenschaftliche Ingenieurteams aus allen Ländern riesige Raumstationen. Dadurch wird der Planet um mehr als 50% entlastet. Die Stationen sehen aus wie riesige Ringe. Sie ahmen die Erdatmosphäre nach, haben eine künstliche Schwerkraft und Vegetation. Die Menschen ziehen zu den Stationen, kehren aber oft zur Erde zurück. Raketen fliegen zwischen den Planeten und der Umlaufbahn, aber dieser Transport ist teuer und unbequem. Autohersteller bemühen sich, superreaktive, fliegende Autos zu bauen. Einige Jahre später kolonisieren die Menschen langsam den Mond und den Mars. Jetzt ist es so einfach, auf den roten Planeten zu gelangen, wie früher in die Nachbarstadt zu fahren. Autos fliegen auf Routen, die den Flugrouten für Flugzeuge ähneln. Ingenieure erstellen spezielle digitale Autobahnen, die man nur durch die Windschutzscheibe sehen kann. Natürlich kannst du nach Belieben in jede beliebige Richtung durch den Weltraum fliegen. Aber wenn du zu einem Einkaufszentrum oder dem Mond willst, musst du dich an die festgelegte digitale Route halten. Du wachst auf und näherst dich dem Mars. Wegen der ungünstigen Atmosphäre und der schwierigen Wetterbedingungen leben hier fast keine Menschen. Aber der Mars hat das größte Autoservicezentrum und den coolsten Vergnügungspark im Sonnensystem. Um dorthin zu gelangen, stehen die Menschen stundenlang im Weltraumstau. Auf dem Armaturenbrett siehst du, dass es Probleme mit der Turbine gibt. Du ziehst einen Raumanzug an, nimmst einen Laserschraubenzieher und steigst aus dem Auto. Du schwebst in der Schwerelosigkeit zur Turbine und behebst das Problem mit dem Schraubenzieher. Im Stau stehen tausende Autos. Die Leute gähnen, hören Musik oder schauen Filme. Du steigst in dein Fahrzeug oder fährst langsam weiter. Oft versagt der Motor oder die Turbine deines Autos mitten auf der Autobahn. Aber wenn das passiert, aktiviert dein Auto seinen Notfallmodus. Das Armaturenbrett sendet automatisch ein Signal an das nächstgelegene Reparaturteam. Du schwebst dann einfach im Weltraum und wartest, bis die Mechaniker eintreffen. Sie schleppen das Auto zur nächsten Werkstatt. Du hast genug Sauerstoff für ein paar Tage. Und falls es dir ausgeht, kannst du im Internet um Hilfe bitten. Gute Leute, die vorbeifliegen, werden anhalten und ihre Sauerstoffvorräte mit dir teilen. Schließlich erreichst du die Autowerkstatt. Mechaniker bauen ein neues Superjet-Triebwerk in dein Auto ein und reparieren die Turbine. Du hast nicht mehr viel Zeit, denn du hast deiner Schwester versprochen, nicht zu spät zu kommen. Du steigst ins Auto und verlässt die Mars-Umlaufbahn mit voller Geschwindigkeit. Die neue Maschine läuft leise und ruckelt nicht am Auto. Du erhöhst die Geschwindigkeit und fliegst über einen fast leeren digitalen Highway. Auf deinem Weg siehst du auch viele kleine Satelliten, die holographische Werbung zeigen. Zum Glück hast du einen Werbeblocker. Du schaltest ihn ein und die Weltraumbanner werden durch deine Windschutzscheibe unsichtbar. Schließlich siehst du einen kleinen blauen Punkt. Das ist die Erde. Doch dann fällt dir ein, dass du deinen Hund füttern musst. Du verlässt die Route und fliegst zum Mond. Dort hast du eine kleine Hütte mit einem Haus, das du letztes Jahr für einen Schnäppchenpreis gekauft hast. Noch können Menschen die Atmosphäre ganzer Planeten nicht verändern. Aber du konntest eine kleine Kuppel installieren und sie mit Sauerstoff füllen. In deiner Kuppel hast du ein Haus, einen Swimmingpool und sogar einen kleinen Gemüsegarten gebaut. Früher zogen die Menschen aufs Land, um sich von der Hektik der Stadt zu erholen. Und heute kauft jeder ein Haus auf dem Mond. Du fliegst durch die Kuppel, landest auf der weißen Landebahn und fütterst deinen Hund. Deine Wohnung auf dem Weltraumring wird gerade renoviert. Also wohnst du eine Weile mit deinem Hund auf dem Mond. Du kannst andere Autos sehen, die zu den Nachbarkuppeln fliegen. Einige Fahrzeuge sind Elite-Supersportwagen mit einem großen Schwerkraftkissen und einem ultrareaktiven Motor. Sie können 10-mal schneller als die Schallgeschwindigkeit fliegen und haben eine künstliche Intelligenz, die mit dem Fahrer sprechen kann. Es gibt auch alte, rostige Weltraumautos. Manchmal montieren Leute ein Düsentriebwerk an einem gewöhnlichen Auto und überziehen die Karosserie mit einer Mischung aus Kupfer, Eisen und Silber, um über lange Strecken in einem kalten Vakuum reisen zu können. Du siehst auch eine Menge Taxis im Weltraum. Manchmal ist die Fahrt zum Mond billiger als die Fahrt zum anderen Ende einer Stadt auf der Erde. Der Grund dafür sind die Staus auf den Straßen der Erde. Außerdem gibt es im Weltraum eine Menge fliegender Busse. Jeden Tag starten mehrere Flüge auf der Strecke Erde-Mond-Mars. Die Menschen sind ständig dabei, etwas auf dem Mars zu bauen. Der riesige Autoservice und der Vergnügungspark sind schon fertig.
Jetzt bauen sie dort ein wissenschaftliches Zentrum, um interstellare Sprünge zu untersuchen. Natürlich werden für solche Bauprojekte Baumaterialien gebraucht. Mehrmals pro Woche fliegen lange Züge von der Erde zum Mars über eine eigene Weltraumstrecke. Ursprünglich beförderten die Züge Menschen, aber sie wurden unrentabel. Es ist viel billiger und schneller, mit dem eigenen Auto oder Bus zum Mars zu fahren. Du verlässt den Mond und näherst dich der Erde. Das Armaturenbrett zeigt an, dass du keinen Sprit mehr hast, also musst du an einer Tankstelle anhalten. Diese Tankstellen gibt es überall. Sie sind vollautomatisch und werden von künstlicher Intelligenz gesteuert. Du fliegst auf eine zu. Die Kraftstoffpumpe ist automatisch mit deinem Benzintank verbunden. Der superreaktive Motor braucht verbesserten Raketentreibstoff anstelle von Benzin. Du überweist über das Touchpanel Geld an die Station und fliegst weiter. Hunderte von digitalen Weltraumautobahnen führen zur Erde. Und alle sind voll mit Autos. Der Verkehr staut sich weiter. In den oberen Schichten der Atmosphäre gibt es Sicherheitskontrollpunkte. Die Zollbehörden kontrollieren Dokumente und Kofferräume. Während du im Stau stehst, beobachtest du Müllwagen. Eine Menge Weltraummüll treibt umher. Langsam fliegende Lastwagen, die von künstlicher Intelligenz gesteuert werden, sammeln den Müll mit riesigen Containern ein. Dann fliegen sie von der Erdumlaufbahn weg und haken die Container ab. Diese Müllcontainer haben kleine Turbinen, die die Container weit über unser Sonnensystem hinaus wegfliegen lassen. Dann heizen sie sich auf und verbrennen den ganzen Müll von innen. Schließlich passierst du alle Kontrollpunkte und fliegst in die mittleren Schichten der Atmosphäre. Unser Planet sieht aus wie eine riesige Cyberpunk-Welt, nur heller und schöner. Riesige Autos vertreiben die Wolken, um die Sicht zu verbessern. Fliegende Feuerwehrschiffe kommen zu einer der Stationen, an denen ein Feuer ausgebrochen ist. Du siehst hunderte Tankstellen, Lufthotels, Kinos und Einkaufszentren am Himmel, bevor du den Boden erreichst. Du näherst dich einem Parkhaus. Das ist ein 80-stöckiger Wolkenkratzer für Autos. Die Leute lassen ihre Fahrzeuge stehen und fahren mit dem Aufzug nach unten. Zum Glück gibt es in der Nähe des Hauses deiner Schwester einen Parkplatz. Du landest, greifst mit deiner Hand auf den Beifahrersitz, um das Geschenk zu nehmen und... Oh nein, scheint, als hättest du es auf dem Mond vergessen. Der Baby-T-Rex war entzückend. Ja, du hast richtig gehört. Es ist schwer, sich diese zwei Worte im selben Satz vorzustellen. Aber komm schon, selbst der große, böse T-Rex ist nicht groß, furchterregend und ausgewachsen geschlüpft. In seinen ersten Monaten auf der Erde war Baby-T ein süßes, flauschiges, truthahngroßes Fellknäuel. Ein bisschen wie ein seltsam aussehender Vogel, der aus einem übergroßen Ei schlüpft. Nicht genug Nahrung, gefährliche Umgebung, Asteroiden. Die armen Baby-Tees waren so hilflos und schwach, dass nur etwa die Hälfte von ihren ersten Geburtstag erlebten. Wissenschaftler glauben, dass ihr Flaum dazu da war, sie warm zu halten, als sie noch klein und verletzlich waren. Außerdem half er ihnen, sich zu tarnen und sicher zu bleiben. Die Baby-Tees hatten noch keine großen, scharfen Zähne, weshalb sie sich hauptsächlich von kleineren Reptilien und Insekten ernährten. Baby-Tees wuchsen ziemlich schnell heran. Sie nahmen bis zu 3 Kilos pro Tag zu. Hey, das habe ich auch schon gemacht. Nein, nicht wirklich, aber ich hätte Lust dazu. Ein Funfact über sie? Als sie klein waren, sahen ihre Arme im Vergleich zu ihren Körpern völlig normal aus. Aber als sie dann ausgewachsen waren... Ihre Eltern waren super berühmt. Sie waren überall auf T-Shirts. Ich schätze, das nennt man dann T-Rex-T-Shirt. Und in Filmen zu sehen. Und die Vorlage des besten Halloween-Kostüms. Meiner Meinung nach. Aber der T-Rex, den wir kennen und lieben, existierte nicht wirklich. Erstens die Geschwindigkeit. Sie waren eigentlich gar nicht so schnell. In den Filmen konnte man ihnen nie entkommen, selbst wenn der Weg frei war und man in einem ziemlich schnellen Auto saß. Frühere Forschungen besagten, dass ein T-Rex irgendwo zwischen 16 und 48 Kilometer pro Stunde rennen konnte, was beeindruckend ist. Aber neuere Forschungen zeigen, dass sie nur etwa 19 Kilometer pro Stunde erreichen konnten. Alles darüber hinaus hätte ihre massiven Knochen zertrümmert. Also entspann dich. Nach ein paar Monaten Training könnte sogar der größte Stubenhocker den scharfen Zähnen dieses Kerls entkommen. Und was ist mit unserem guten Freund, dem Stegosaurus? Er lebte vor etwa 150 Millionen Jahren. Also hatte er nicht einmal die Chance, diese süßen Baby-Tees kennenzulernen. Sie erschienen erst viel später. Wir alle kennen diesen Dinosaurier. Er ist der mit diesen seltsamen aufrechten Platten auf seinem Rücken.
Diese waren manchmal bis zu einem Meter groß. Du konntest dich also dahinter verstecken. Wissenschaftler wissen immer noch nicht genau, warum sie sie hatten. Sie glauben aber, dass sie den Blutfluss reguliert haben könnten. Wie ein massiver Thermostat aus Knochen. Sie glauben auch, dass diese Dinosaurier das gleiche System nutzen konnten, um ihre Hautfarbe zu kontrollieren. Je nachdem, ob sie hübsch oder unheimlich aussehen wollten. Beeindruckend, oder? Nun, das ist doch zumindest etwas. Denn dieses arme Ding hatte ein Gehirn von der Größe einer Walnuss und dem Gewicht eines Tennisballs. Das entspricht dem Gehirn eines Hundes im Körper eines Nilpferds. Troodon war einer der schlauesten Dinosaurier. Ein toller Allrounder, exzellenter Jäger, stereokopisches Sehvermögen, 2 Meter lang und ein Gehirn, das immer am Arbeiten war. Was für ein toller Fang! Die Überreste des Troodons waren einer der ersten Dinosaurierfunde in Nordamerika. Eines der seltsamsten Mitglieder der Dinos war definitiv nennen wir sie einfach Sue. Wenn du sie treffen würdest, hättest du das Gefühl, eine große Truthahnratte mit einem superpelzigen Körper vor dir zu haben. Es könnte die lange verlorene Großmutter des modernen Riesenfaultiers sein. Sein Kumpel, der Pygomastax, stand ihm in Sachen komischen Aussehen aber definitiv in nichts nach. Er sah aus wie eine Mischung aus Stachelschwein und Papagei. Aber sag ihm das nicht ins Gesicht. Er hatte ein paar spitze Zähne, die er aneinander wetzen konnte. Der größte und einer der schwersten bekannten Dinosaurier war der Argentinosaurus. Niemand hat jemals ein komplettes Skelett gefunden. Aber dieses Tier muss etwa 100 Tonnen gewogen haben und war ungefähr 40 Meter lang. Vergleiche das mit dem größten Tier, das wir heute haben, dem Blauwal. Er ist nur 30 Meter lang. Wenn jemand Dinosaurier sagt, stellst du dir wahrscheinlich ein haushohes Biest vor, das einen Baum als Zahnstocher benutzen konnte. Einige von ihnen waren wirklich gigantisch, wie diese Dinosaurier mit langem Hals und langem Schwanz. Diese Teile waren so lang wie ein Flugzeug, aber viele von ihnen waren klein und leicht. Manche nur so groß wie eine Taube. Das kleinste jemals gefundene Dinosaurier-Skelett war eine winzige Mauseidechse. Einige Dinosaurier hatten Schwänze, die mehr als 14 Meter lang waren. So fiel es ihnen leichter, beim Laufen das Gleichgewicht zu halten. Aber sie haben ihren Schwanz nicht über den Boden geschleift. Dinosaurier waren ziemlich aktiv und schnell, also hielten sie ihre Schwänze meistens in der Luft. Obwohl dieser böse Asteroid die meisten von ihnen auslöschte, blieb uns eine Menge Dino-DNA erhalten und verwandelte sich in Tiere, die wir heute kennen, wie zum Beispiel Vögel. Das erste Mal, dass jemand überhaupt daran dachte, die beiden miteinander in Verbindung zu bringen, war, nachdem sie einen primitiven Vogel in Deutschland entdeckt hatten. Später klassifizierten die Forscher 2 Gruppen von Dinosauriern, je nachdem, welche Art von Hüften sie hatten. Die erste Gruppe sieht ziemlich vertraut aus. Sie hatten echsenartige Hüften. Die zweite Gruppe hatte vogelähnliche Hüften. Und eine dritte Gruppe sah aus wie Shakira. Daher kommt auch ihr Lied My Hips Don't Lie. Naja, nicht wirklich. Außerdem hatten viele dieser alten Fleischfresser Knochen, die mit Luft gefüllt waren. Etwas, das auch Vögel haben. Vögel mögen die lebenden Nachfahren der Dinosaurier sein. Aber einige Tiere haben tatsächlich das Zeitalter der Dinosaurier miterlebt. Wenn sie nur sprechen könnten. Schlangen, Bienen, Haie, Krebse, Hummer, lecker. Krokodile, Kakerlaken, sogar grüne Meeresschildkröten. Sie alle haben tatsächlich echte Dinosaurier gesehen. Ich bin so neidisch. Fleischfressende Dinos liefen meist auf 2 Füßen. So konnten sie schneller laufen und hatten die Hände frei, um nach einem kleinen Snackosaurus zu greifen. Pflanzenfresser liefen auf 4 Füßen, damit sie ihre schweren Körper tragen konnten. Einige der größeren Pflanzenfresser brauchten buchstäblich 1 Tonne Nahrung pro Tag. Stell dir Tiere vor, die so groß waren, dass sie täglich einen hausgroßen Haufen Gemüse essen mussten. Nun, immer schön aufessen. Es gibt rund 700 bekannte Arten von ausgestorbenen Dinosauriern. Klingt nach viel, aber wir haben wahrscheinlich nicht alle entdeckt. Vor 5 Jahren entdeckte man eine neue Art von Dinosaurier. Er hatte diese stummeligen Hörner direkt über seinen Augen. Er sah so sehr wie die Comicfigur aus, dass sie ihn Hellboy nannten. In den 90er Jahren entdeckten Wissenschaftler einen Krater auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan. Du kennst die Geschichte. Vor etwa 66 Millionen Jahren schlug ein Meteor von der Größe des Mount Everest auf unserem Planeten ein
und füllte die Atmosphäre mit Staub, Gas und Trümmern, was eine schwere Klimakatastrophe verursachte. Er löste eine Hitzewelle und eine Druckwelle aus, die in die Atmosphäre aufstieg und die Sonne teilweise ausblendete. Game over. Danke fürs Mitspielen, liebe Dinos. Das Zeitalter der Menschen hat sich nie mit dem der Dinosaurier überschnitten. Die Dinosaurier verschwanden vor mehr als 60 Millionen Jahren. Aber sie lebten 160 Millionen Jahre lang auf der Erde. Modern aussehende Menschen gibt es erst seit etwa 250.000 Jahren. Nur noch 59 Millionen Jahre durchhalten, liebe Menschen. Nicht alle Dinosaurier waren im Urlaub in Mexiko, als der Asteroid einschlug. Sie lebten überall auf dem Globus. Einige lebten in Wüsten, während andere in Gebieten in der Nähe von Flüssen lebten, umgeben von dichten Wäldern und reicher Vegetation. Sie waren nicht sehr wählerisch. Sie lebten also überall, sogar in der Antarktis. Aber die war damals noch nicht mit Schnee bedeckt. An beiden Polen wuchsen Wälder. Dank all der Filme denken die meisten, dass alle Dinosaurier grau-grün sind. Außerdem denken wir normalerweise nur an riesige Echsen. Wissenschaftler wissen immer noch nicht viel über die Hautfarbe der Dinosaurier. Aber Forscher haben vor kurzem Beweise dafür gefunden, dass Dinosaurier total bunt waren. Ein kleiner Kerl hatte beispielsweise weiße und orangefarbene Ringe an seinem Schwanz. Das Wort Dinosaurier ist griechisch und bedeutet schreckliche Echse. Wissenschaftler dachten früher, dass Dinosaurier meist kaltblütig waren, wie Schlangen, Eidechsen oder andere Reptilien. Es stellte sich jedoch heraus, dass sie falsch lagen. Einige Beweise deuten darauf hin, dass sie warmblütig waren, wie Säugetiere. Irgendwann im Jahr 2014 erklärten Wissenschaftler, dass die meisten Dinosaurier Mesothermen waren. Also ein bisschen von diesem und ein bisschen von jenem. Und es stellte sich heraus, dass viele von ihnen Federn hatten, genau wie der kleine Baby-Tee. Dadurch konnten sie ihre Körpertemperatur regulieren. Eine andere Sache, die wir aus Filmen kennen und für echt hielten, wie sich Dinosaurier anhören. Die Produzenten mischten einen Haufen Tiergeräusche zusammen, um das authentische Dino-Gebrüll zu erhalten. Der T-Rex klang wie eine Mischung aus Alligator, Tiger und dem Quieken eines Baby-Elefanten. Und der gefürchtete T-Rex-Atem? Das war nur das Geräusch von Luft, die durch das Blasloch eines Wals lief. Du bist ein angehender Sänger und Songschreiber. Jeden Tag probst du mit deiner Band. Du hast eine Menge eigener Songs auf den Tag wartend, an dem du dein eigenes Album haben kannst. Während du spät in der Nacht nach deiner Probe die Straße hinuntergehst, siehst du das Plakat eines lokalen Talentfestivals für neue Musiker. Dies kann endlich dazu beitragen, dass deine Musik Hunderte oder sogar Tausende von Menschen erreicht. Ohne Zeit zu verlieren, bewerben sie sich dafür. Und sie sind dabei. Der Tag des Festivals ist da. Sie und ihre Bandmitglieder sind extrem aufgeregt. Die Bühne gehört endlich ihnen. Es ist Showtime. Während sie ihre originalen Songs spielen, rastet die Menge aus. Sie fühlen sich wie ein echter Rockstar. Nachdem ihr Konzert zu Ende ist, betritt eine Dame den Backstage-Bereich und findet sie. Als sie ihnen ihre Visitenkarte gibt, sagt sie: Hallo Jungs, ihr habt dort draußen eine tolle Arbeit geleistet. Ich bin ein Talentscout und ich denke, ihr habt großes Potenzial, um in die große Liga einzusteigen. Ich würde euch gerne einige meiner Kontakte in dieser Branche vorstellen. Ruft mich an, wenn ihr das möchtet. Dann geht sie. Du hast das Gefühl, als würdest du über den Wolken fliegen. Natürlich rufst du sie an. Sie lädt dich zuerst in ihr Büro ein. Sie möchte dir den Weg zum Ruhm erläutern und möchte, dass du lernst, wie die Musikbranche funktioniert, damit du deinen Namen nicht unter einen schlechten Vertrag setzt. Also fängt sie an, dir alles über die geschäftliche Seite der Dinge zu erklären. Die Musikindustrie funktioniert über eine Reihe von verschiedenen Partnerschaften. Diese werden oft zwischen verschiedenen Unternehmen und Einzelpersonen geschlossen, die aus Produzenten, Musikern, Dienstleistern, Künstlern, Verlegern und Vermarktern bestehen. In den letzten Jahren wurden der Formel auch Streaming-Plattformen und öffentliche Unterhaltungsstätten hinzugefügt. Um es einfacher auszudrücken, besteht das Geschäftsmodell der Musikbranche aus Menschen, die die Musik erstellen, Menschen, die die Musik vermarkten und Menschen, die die Musik verkaufen. Und jede einzelne Person in diesen drei Gruppen hat unterschiedliche Rollen, um ihnen zu helfen, die Leiter des Erfolgs hinaufzusteigen, während sie selbst dabei viel Geld verdienen. Wenn es darum geht, die Musik zu erstellen, ist es natürlich in erster Linie ihre Aufgabe, ein außergewöhnliches Produkt auf den Markt zu bringen, da sie ja die Künstler sind. Sobald sie das erreicht haben, wird es kompliziert. Nachdem sie entdeckt wurden, werden ihnen drei Optionen vorgestellt. Sie können völlig unabhängig bleiben. Sie können einen traditionellen Vertrag mit einem Plattenlabel abschließen.
oder Sie können entweder mit Ihnen oder mit einem Vertriebsunternehmen zusammenarbeiten, im Austausch gegen nur einen Teil der Gewinne, während Sie weiterhin Eigentümer Ihrer Masteraufnahmen bleiben. Sprechen wir darüber, was Sie erwartet, wenn Sie sich entscheiden, einen Vertrag mit einem großen Label wie denjenigen, die Teil großer internationaler Mediengruppen sind, zu unterzeichnen. Nun machen Sie sich bereit, denn das wird alles viel größer machen. Ein Label geht normalerweise einen exklusiven Vertrag mit einem Musiker ein, um deren Aufnahmen zu vermarkten und dafür Tantiemen zu erhalten. Ein solcher Vertrag beinhaltet in der Regel entweder, dass der Musiker fertige Aufnahmen an das Label liefert, oder dass das Label die Aufgabe übernimmt, mit dem Künstler aufzunehmen. Wenn Sie ein Künstler ohne jegliche Aufnahmegeschichte sind, wird das Label oft Produzenten, Studios, zusätzliche Musiker und Songs auswählen, die in Ihrem Auftrag aufgenommen werden sollen. Sie könnten sogar die Ergebnisse von Aufnahmesitzungen überwachen. Eines ist hier zu beachten, dass die Beziehung zwischen dem Label und dem Künstler leicht zu einer schwierigen werden kann. Künstler könnten Konflikte mit ihren Labels über die Art von Sounds oder Songs haben, die sie machen wollen. Manchmal könnte das Label sogar die Künstler daran hindern, einen bestimmten Song zu veröffentlichen, abhängig vom Geschäftsplan, den sie im Kopf haben. In anderen Fällen, wenn sie die Rechte an allem haben, könnten sie sogar einen Musiker oder ihre Songs ins Regal stellen, ohne die Absicht zu haben, sie zu fördern oder zu veröffentlichen. Und tatsächlich gibt es in der Branche ziemlich viele Beispiele für dieses Vorgehen. Selbst etablierte Musiker wie Paul McCartney, Johnny Cash, Kelly Clarkson und Taylor Swift hatten Streitigkeiten mit ihren Labels über Eigentum und Kontrolle ihrer Musik. Dennoch ist es die meiste Zeit für erfolgreiche Künstler einfacher, die Bedingungen ihrer Verträge zu verhandeln, um sie günstiger zu gestalten, was neue und aufstrebende Künstler vielleicht nicht tun können. Das bringt uns zur Option, unabhängig zu bleiben und ihre eigene Musik zu veröffentlichen. In den Anfangszeiten musste ein Musiker einen Vertrag mit einem Label unterzeichnen, wenn er in die Branche einsteigen wollte. Viele Künstler waren so verzweifelt, einen Vertrag mit einer großen Firma zu unterzeichnen, dass sie manchmal Verträge unterzeichneten, in denen sie die Rechte an allem verkauften, was normalerweise bedeutete, dass sie statt Geld zu verdienen, es verlieren würden und am Ende verschuldet wären. Heutzutage benötigen Künstler jedoch nicht wirklich ein riesiges Budget oder Vorschussgeld von Plattenfirmen, um Musik zu machen. Sie können also völlig unabhängig bleiben und trotzdem ihre Träume verfolgen. Dies ist natürlich nichts anderem als dem Internet zu verdanken. Soziale Medien können einen Song über Nacht viral gehen lassen auf jeder erdenklichen Plattform. Darüber hinaus gibt es auch einen meteorhaften Anstieg beim Musikstreaming. Labellose Künstler können jetzt die Aufnahme- und Vertriebsfirmen umgehen und trotzdem ihre Musik auf Streaming-Plattformen stellen und ihren Namen bekannt machen. Ein Nachteil davon ist, dass man ständig Inhalte erstellen muss, um seine Musik zu vermarkten. Es kann viel Arbeit sein, wenn man versucht, alles selbst zu machen. Deshalb sehen viele Musiker immer noch die Notwendigkeit, über Labels zu gehen, wegen der internationalen Marketing- und Werbereichweite, die sie bieten können. Bezüglich ihrer dritten Option zwangen solche Veränderungen in der Branche viele Plattenfirmen dazu, ihre Strategien sowie die Art und Weise, wie sie mit Künstlern zusammenarbeiten, zu ändern. Sie mussten neue Arten von Deals in Bezug auf den Besitz des Produkts und Endorsements entwickeln. Eine dieser Vereinbarungen beinhaltet eine mehrjährige Lizenzoption, bei der das Unternehmen so lange die Rechte an dem Song hat, wie es ihn vermarktet. Und dann geht das Eigentum wieder an den Künstler zurück. Andere werden als multiple Rechte oder 360 Deals bezeichnet und sie geben den Unternehmen Rechte und Prozentsätze an der Tour des Künstlers, am Merchandising und an Endorsements. Im Gegenzug zahlen sie den Künstlern höhere Vorschüsse, zeigen mehr Geduld gegenüber ihnen und zahlen ihnen höhere Prozentsätze. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Deals effektiver sind, wenn der Künstler bereits etabliert ist und eine treue Fangemeinde hat. Nun sagen wir, du hast deine Musik fertig, du hast einen Vertrag abgeschlossen und dein Album aufgenommen. Was kommt als nächstes? Du musst zuerst einen Manager bekommen, wenn du noch keinen hast. Während du dich auf das Spielen konzentrierst, werden sie sich auf die finanzielle Seite und logistische Aspekte der Dinge konzentrieren und dir helfen, wichtige Geschäftsentscheidungen zu treffen und langfristige globale Strategien zu erstellen. Sie könnten sich auch um deinen Zeitplan kümmern und dir helfen, Touren und Veranstaltungen zu organisieren. Dann ist es natürlich an der Zeit, eine Fangemeinde zu schaffen, denn wer ist ein Künstler ohne seine Fans? Heutzutage werden Fans als neuere, schnellere und günstigere Marketinginstrumente angesehen und genutzt. Ein neuer Künstler braucht mehr denn je eine starke Fangemeinde, weil digitale Streams tatsächlich nicht viel einbringen. Daher wird eine treue Fangemeinde mehr Möglichkeiten zum Geldverdienen schaffen. Es könnte sein, dass man mehr Tickets für Live-Shows verkauft, Merchandising-Artikel kreiert und verkauft
oder sogar aus Livestreams und virtuellen Konzerten auf Social-Media-Plattformen. Eine letzte Sache, die hier zu erwähnen ist, ist die Tatsache, dass nachdem das Streaming in der Branche die Hauptrolle übernommen hat, die Verkäufe weniger von verkauften Alben und mehr von Lizenzen und Touren kamen. Das Lizenzieren von Songs an Marken, Unternehmen, Filme, Videospiele und Werbespots wird Ihnen nicht nur dabei helfen, mehr zu verdienen, sondern auch ernsthafte Werbemöglichkeiten schaffen und dazu beitragen, dass Sie von immer mehr Menschen bekannt werden. In Wahrheit leitet Wasserelektrizität gar nicht gut, zumindest kein destilliertes oder reines Wasser. Menschen können einen Stromschlag bekommen, wenn sie sich in elektrisiertem Wasser befinden. Doch das liegt daran, dass reines Wasser in der Natur nicht existiert. Wasser enthält normalerweise Schmutz, Mineralien, Sand und andere Stoffe, die Elektrizität gut leiten. Das Vakuum des Weltraums ist nicht immer kalt. Es hängt davon ab, wo du die Temperatur misst. Handelt es sich um einen eiskalten Teil unseres Universums, kann das Vakuum des Weltraums bis zu minus 270 Grad kalt sein. Näherst du dich jedoch der Sonne, zeigt das Thermometer schnell brodelnde 120 Grad Celsius an. Das ist übrigens auch der Grund, wieso Astronauten weiße Raumanzüge tragen. Die reflektieren das Sonnenlicht und lassen es den Personen im Inneren nicht zu heiß werden. Es herrscht der Irrglaube, dass Senfkörner die kleinsten Körner sind. Doch in Wirklichkeit gibt es noch kleinere Samen, zum Beispiel Zwergwasserlinsen, Mohnsamen oder Wasserlinsen. Und der kleinste Samen, den es gibt, ist der Orchidee. Du kannst dich entspannen. Kaffee dehydriert dich nicht. Ja, er hat eine leicht harntreibende Wirkung. Doch WissenschaftlerInnen haben keine Beweise dafür gefunden, dass KaffeetrinkerInnen ein höheres Dehydrationsrisiko haben als beispielsweise TeetrinkerInnen. Elefanten haben per se keine Angst vor Mäusen. Aber diese massiven Tiere sehen ziemlich schlecht und bewegen sich ziemlich langsam. Deshalb können Vögel oder kleine Lebewesen wie eine Maus sie leicht erschrecken, wenn sie an ihnen vorbeizischen. Es ist nur das Überraschungsmoment, mehr nicht. Schwarzbrot ist möglicherweise nicht gesünder als weißes. Nur weil das Brot, das du gekauft hast, braun oder grau ist, bedeutet das nicht automatisch, dass es 100% Vollkorn ist. Wenn du etwas Gesundes und Nahrhaftes kaufen möchtest, lies immer das Etikett und überprüfe die Zutaten. Es sollten Vollkorn oder Vollkornmehl sein. Die meisten Menschen sind überzeugt, dass es nur drei Aggregatzustände gibt. Fest, flüssig und gasförmig. Was Gase angeht, bin ich Experte. Aber die Leute neigen dazu, Plasma zu vergessen. Im Gegensatz zu dem, was wir in Science-Fiction-Filmen sehen, ist Plasma allerdings keine klebrige oder gelartige Substanz. Es handelt sich eher um überhitzte Elektronen und Ionen, die oft als ionisiertes Gas bezeichnet werden. Fast jedes Element kann sich in Plasma verwandeln, wenn es ausreichend erhitzt wird. Doch in dem Fall zerfallen seine Moleküle und es ist nicht mehr dasselbe Element. Wenn du beispielsweise Wasser in Plasma verwandelst, ist es kein H2O mehr und du wirst es nicht mehr trinken wollen. So viel ist sicher. Es gibt fast keinen Unterschied zwischen der Siedetemperatur von salzigem und klarem Wasser. Zwar fängt Salzwasser schneller an zu kochen, das ist richtig, aber es hat auch einen höheren Siedepunkt. Wenn du der gleichen Menge Wasser außerdem Salz hinzufügst, wird seine Masse größer und es dauert länger, bis es kocht. Bananen wachsen nicht auf Bäumen. Der Bananenbaum kann zwar so groß werden wie ein echter Baum, bis zu 8 Meter, aber er ist eine Pflanze, das größte ausdauernde Kraut der Welt. Diese Pflanze hat kleine Holzfasern und gilt damit nicht als Baum. Sie hat auch massive Stiele und Blätter, aber weder Stamm noch Zweige. Es herrscht der Irrglaube, dass Diamanten aus Kohle stammen. In Wirklichkeit handelt es sich um komprimierten Kohlenstoff, der mehr als 145 Kilometer unter der Oberfläche unseres Planeten erhitzt wird. Was Kohle angeht, die befindet sich nur 3 Kilometer tief. Der US-Bundesstaat Georgia ist als Peach State bekannt, aber es ist tatsächlich Kalifornien, das die größte Anzahl an Pfirsichen in den USA anbaut. Im Jahr 2017 hat dieser Staat beispielsweise mehr als 540.000 Tonnen Pfirsiche produziert, während Georgia nicht einmal unter den Top 3 der Produzenten ist. An und für sich ganz interessant. Manche Leute glauben, dass Entenquaken kein Echo verursacht. Dem ist nicht so. Alle Geräusche, die Enten machen, ob quietschen, hupen oder jaulen, erzeugen Schallwellen, die von einer harten Oberfläche abprallen und ein Echo erzeugen können. Der Mythos ist aufgrund der Landschaft der Teiche entstanden, in denen die meisten Enten leben. Die ist normalerweise flach, sodass es nichts gibt, an dem die Schallwellen reflektiert werden können.
Und selbst mit Hügeln oder Bergen in der Nähe wären die Geräusche von Enten zu schwach, um ein lautes Echo zu erzeugen. Doch das gilt für jeden Klang. Es gibt Unmengen von Diäten, die dich ermutigen, Kohlenhydrate aus deinen Mahlzeiten zu streichen. Doch diese Lebensmittelgruppe ist die Hauptenergiequelle deines Körpers. Und sie macht nicht immer dick. Es hängt alles davon ab, wie viele Kohlenhydrate du zu dir nimmst. Zu viel führt logischerweise zu einer Gewichtszunahme. Doch anstatt Kohlenhydrate ganz zu vermeiden, kannst du dich darauf konzentrieren, ihre gesunden Varianten zu essen. Das können Bohnen, Linsen, Mais, Getreide, Vollkornbrot und so weiter sein. Dein Hündchen sieht die Welt nicht in Schwarz-Weiß. ExpertInnen behaupten, dass das Sehvermögen von Hunden nicht dasselbe ist wie das von Menschen und dass sie nicht alle Farbtöne sehen, die du siehst. Doch sie können durchaus Farben unterscheiden. Manche Leute tragen im Winter nur Mützen, weil sie glauben, dass 90% ihrer Körperwärme über den Kopf entweicht. Doch du verlierst dort nur etwa 10%. Das ist nicht mehr als das, was du an anderen unbedeckten Körperteilen verlieren würdest, zum Beispiel Knöchel, Nacken oder Hände. Man glaubt gern, dass das Bermuda-Dreieck ein furchtbarer Fleck des Ozeans ist. Seeleute und PilotInnen neigen dazu, an diesem Ort spurlos von der Erdoberfläche zu verschwinden. Für immer. Doch das ist nur eine faszinierende Legende. Die Wahrheit ist, dass es am Bermuda-Dreieck nicht mehr Schiffswracks oder mysteriöse Verschwinden gibt als auf anderen Wasserstraßen. Dort fahren einfach mehr Schiffe. Ein Apfel am Tag hält nicht den Doktor fern. Er oder sie wird dich trotzdem anrufen, um deinen Termin zu bestätigen. Äpfel sind wunderbares Obst voller Ballaststoffe und Vitamin C und es stimmt, dass diese beiden Komponenten für eine lange Gesundheit entscheidend sind. Aber es sind nicht die einzigen, die du brauchst. Wenn bestimmte Bakterien oder Viren in dein System eindringen, helfen Äpfel dir auch nicht, egal wie viele du davon isst. Die chinesische Mauer ist nicht das einzige von Menschenhand geschaffene Bauwerk, das aus dem Weltraum zu sehen ist. Wenn du dich 300 Kilometer über der Oberfläche des Planeten befindest, ist sie sehr gut erkennbar. Doch von da oben siehst du auch Autobahnen, Brücken, Staudämme, Flughäfen und andere riesige Bauwerke. Und wenn du noch tiefer ins All fliegst, siehst du die Mauer nur noch auf Radarbildern, nicht mehr mit bloßem Auge. Gebärdensprache ist nicht universell. In unterschiedlichen Ländern und Regionen gibt es unterschiedliche Variationen. In den USA verwenden die Menschen beispielsweise die ASL, was für American Sign Language steht und die auf einem einhändigen Fingerbuchstabieralphabet basiert. In Großbritannien gibt es hingegen die BSL, British Sign Language, die ein zweihändiges Alphabet verwendet. Es ist eine weit verbreitete Meinung, dass Bio-Lebensmittel nahrhafter und frei von Pestiziden sind. Doch in Wirklichkeit gibt es Pestizide, die für den ökologischen Landbau zugelassen sind. Sie stammen aus der Natur, aber sind manchmal genauso umweltschädlich wie ihre synthetischen Verwandten. Auf der anderen Seite ist die Menge an Chemikalien in Bio- und Nicht-Bio-Lebensmitteln so gering, dass es ungefährlich ist, beides zu essen. Und bisher hat keine Studie bewiesen, dass Bio-Produkte auch nahrhafter sind. Blitze können tatsächlich zweimal an derselben Stelle einschlagen. Oder zumindest nochmal sehr nah an der ersten Stelle. Das heißt, es ist extrem unsicher, der Gefahr getroffen zu werden, zu entkommen, indem du dich an der bereits geblitzten Stelle versteckst. Such Schutz, berühre nichts Metallisches oder Elektrisches und halte dich von Fenstern fern. Du denkst möglicherweise, dass Zucker Kopfschmerzen verursacht. Doch in Wirklichkeit könnte der Schuldige ein schneller Abfall deines Blutzuckerspiegels sein. Bei manchen Menschen führt eine kohlenhydratreiche Mahlzeit zu einer Überproduktion des Hormons Insulin. Der Glukosespiegel sinkt und die Person bekommt Kopfschmerzen. Natürlicher Zucker wie Honig gilt als besser verarbeiteter Zucker. WissenschaftlerInnen sind sich jedoch sicher, dass die biologische Wirkung von Maissirup, der einen hohen Fructosegehalt hat, fast die gleiche ist wie die von Honig. Das einzige Problem ist, dass Süßigkeiten und andere süße Dinge mehr Zucker pro Portion enthalten. Und das bedeutet auch mehr Kalorien. Das Essen von Eis wird deine Erkältung sehr wahrscheinlich nicht verschlimmern. Puh, das ist eine Erleichterung. Manche Leute glauben, dass Milchprodukte die Schleimproduktion erhöhen. Doch ExpertInnen behaupten, dass das nicht stimmt. Im Gegenteil, gefrorene Milchprodukte können Halsschmerzen lindern. Außerdem kann Eis dir Kalorien liefern, die du in diesem Zustand sonst nicht essen würdest. Haufenweise Menschen glauben, dass es auf Toilettensitzen nur so von Keimen wimmelt. Und es stimmt, dass Badezimmer nicht die hygienischsten Orte sind. Aber Toilettensitze sind sauberer als, sagen wir, unsere Handys. Ja, da Toiletten oft gewaschen und desinfiziert werden, befinden sich statistisch 10-mal weniger Keime auf ihnen als auf unseren am häufigsten verwendeten elektronischen Geräten. Ohne Kack. Buchstäblich.
Es ist allgemein bekannt, dass Menschen 5 empirische Sinne haben. Hören, fühlen, sehen, schmecken und riechen. Aber diese Liste ist nicht ganz vollständig. Du hast mindestens noch 4 weitere Sinne. Das ergibt Sinn. Du besitzt noch den Sinn für deine Orientierung im Raum, den Sinn für Temperatur, den Gleichgewichtssinn und den Sinn für deinen physiologischen Zustand. Deine Muskeln werden nicht verkrampfen, wenn du direkt nach dem Essen schwimmen gehst. Dein Körper benötigt mehr Blut, um all die Nahrung zu verdauen. Doch das reicht nicht aus, die Muskeln in Beinen und Armen daran zu hindern, so zu arbeiten, wie sie sollten. Menschen nutzen weit mehr als 10% ihres Gehirns. Dein Gehirn ist den ganzen Tag und die ganze Nacht beschäftigt. Es benötigt etwa 20% der Ressourcen deines Körpers und schaltet sich nie vollständig ab. Jeder Teil davon führt seine eigene Funktion aus, auch wenn du nicht darüber nachdenkst. Weiße Eier sind nicht weniger gesund als braune. Die Farbe der Schale eines Eis hängt von der Art des Huhns ab, das es gelegt hat. Der Nährwert des Eis hat viel damit zu tun, was die Henne gefressen hat. Eine Vogelmutter weist ihren Nachwuchs niemals ab, selbst wenn er von einem Menschen berührt wurde. Vögel haben fast alle einen miesen Geruchssinn. Deshalb wird ein Vogel einfach keinen Unterschied erkennen. Du musst dich nicht anstrengen, jeden Tag 8 Gläser Wasser zu trinken. Die Wassermenge, die du brauchst, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu zählen deine allgemeine Gesundheit, dein Aktivitätsniveau und die Region, in der du lebst. Es ist nicht die Schwerkraft des Mondes, die die Gezeiten verursacht. Der natürliche Satellit der Erde zieht das Wasser in den Ozeanen zwar an, doch diese Kraft ist mehr als 100 Millionen Mal schwächer als die Anziehungskraft unseres Planeten. Was die Gezeitenkraft erzeugt, ist das Gravitationsspiel zwischen Erde, Mond und Sonne. Außerdem ist es eher ein Schieben als ein Ziehen. Es herrscht der Irrglaube, dass kohlensäurehaltiges Wasser dich nicht so gut mit Flüssigkeit versorgt wie stilles. Viele Studien beweisen, dass diese Annahme falsch ist. Die TeilnehmerInnen einer dieser Studien sind zum Beispiel so lange Rad gefahren, bis sie 4% ihres Körpergewichts ausgeschwitzt haben. Dann haben sie sofort etwas getrunken. Beim ersten Mal war es stilles Wasser, beim zweiten Mal welches mit Kohlensäure. Als nächstes bekamen sie Zuckerwasser und danach kohlensäurehaltiges Zuckerwasser. Es stellte sich heraus, dass die Kohlensäure keinerlei Einfluss darauf hatte, wie effektiv die TeilnehmerInnen rehydriert wurden. Der Mount Everest gilt als der höchste Berg der Erde. Doch das stimmt nur, wenn wir von der Höhe über dem Meeresspiegel sprechen. Rechnen wir die Höhe vom Fuß bis zur Spitze, ist der höchste Gipfel der Welt der Mauna Kea auf den hawaiianischen Inseln. Der Everest erhebt sich 9000 Meter über dem Meeresspiegel, während der Mauna Kea auf nur 4200 Meter kommt. Doch dafür reicht er noch 6000 Meter tief in den Pazifischen Ozean. Das bedeutet, dass ein größerer Teil davon unter Wasser liegt und die Gesamthöhe des Berges 10200 Meter beträgt. Das ist über 1000 Meter höher als der Everest. Das Chamäleon kann seine Farbe ändern, aber das tut es nicht, um sich zu tarnen. Es kann das Wort Tarnung nicht mal buchstabieren. Ich allerdings auch nicht. Der Farbwechsel hilft dem Tier, seine Temperatur zu regulieren und mit Artgenossen zu kommunizieren. Es ist nicht die Temperatur, die Wüsten definiert. Es ist der Mangel an Niederschlag. Die meisten bekannten Wüsten sind heiß, das stimmt. Aber einige von ihnen sind eiskalt. Sie werden Polarwüsten genannt und du findest sie in Grönland und Antarktika. Rechtshirnige Menschen sind analytisch und diejenigen, die linkshirnig sind, sind kreativ. Oder zumindest denken das die meisten von uns. Es trifft zu, dass deine verschiedenen Gehirnhälften mit bestimmten Aufgaben stärker beschäftigt sind. Zum Beispiel ist deine linke für Sprachen zuständig. Doch keine Studie hat jemals herausgefunden, dass Menschen eine rechte oder linke Gehirndominanz haben können. Wenn die meisten Hunde hecheln, hängen ihre Zungen aus dem Maul. Deshalb denken viele Leute, dass sie auf diese Weise schwitzen. In Wirklichkeit befinden sich die Schweißdrüsen von Hunden an ihren Pfotenballen. Außerdem haben sie am ganzen Körper weitere Schweißdrüsen. Hunde hecheln, um Feuchtigkeit aus ihren Nasengängen, ihren Zungen und dem Belag ihrer Lungen zu verdunsten. Das hilft auch, sie abzukühlen. Giraffen schlafen viel mehr als 30 Minuten am Tag, aber wahrscheinlich nicht so viel wie du. Ihr Schlafmuster ist ziemlich typisch. Nachdem ForscherInnen eine Giraffenherde überwacht hatten, fanden sie heraus, dass sie nachts schlafen und nachmittags ein kurzes Nickerchen halten. Insgesamt hatte jede Giraffe jeden Tag etwa 5 Stunden Schlaf. Wenn du mit deinem Handy jemanden anrufst, wird das Signal nicht über einen Satelliten gesendet. Dein Gerät sucht ständig nach drahtlosen Funksignalen. Dann überträgt es Daten zu und von landgestützten Mobilfunkmasten. Sagen wir, du rufst eine Freundin an. Dann verbindet dich der nächste Turm über ein riesiges Netzwerk aus Turm-zu-Turm-Verbindungen mit dem anderen Handy.
Es gibt den Mythos, dass dein Blut blau wird, wenn ihm der Sauerstoff ausgeht. Doch dieses Missverständnis beruht auf einer optischen Täuschung. Blut kann blau aussehen, weil du es durch Gewebeschichten hindurch siehst, was ihm eine andere Farbe verleiht. Nicht alle Kometen haben einen Schweif. Das hängt von der Position des Kometen ab. Wenn er sich weit weg von einem Stern befindet, sieht er aus wie ein kleiner gefrorener Eis- und Felsbrocken. Aber sobald er sich einem Stern nähert, beginnt das Eis aufgrund der Sonneneinstrahlung auseinanderzusprengen. Das sieht dann aus wie ein Schweif. Manchmal ist der zu schwach, um ihn zu sehen. Es ist unmöglich, Millionen von Sternen zu sehen, selbst in der klarsten Nacht und ohne jegliche Lichtquellen um dich herum. Die höchste Zahl, die du mit etwas Glück und gutem Sehvermögen ausmachen kannst, liegt bei etwa 3000. Diese Sterne sind unserem Planeten am nächsten und hell genug. Viele der leuchtenden Objekte, die du am Himmel siehst, sind künstliche Satelliten, Planeten und ferne Galaxien. Menschen können neue Gehirnzellen züchten. Du beginnst dein Leben nicht mit den gleichen Gehirnzellen, die du für immer haben wirst. Es gibt viele Beweise dafür, dass dein Gehirn auch im Erwachsenenalter immer wieder neue Zellen produziert. Zumindest läuft dieser Prozess in bestimmten Regionen deines Gehirns ab. Macht dir das nicht Hoffnung? Mir schon. Du kannst Wespen in Ruhe lassen, aber sei dir nicht zu sicher, dass sie dasselbe tun werden. Bienen respektieren menschliche Grenzen und wenn du sie nicht belästigst, greifen sie dich nicht an. Aber Wespen sind so mies gelaunt, dass sie dich schon stechen können, wenn du nur an ihrem Nest vorbeigehst. Der Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter ist keine Region von wahllos umherschwebenden und miteinander kollidierenden großen Felsen. Würdest du dich dort jemals wiederfinden, würdest du sehen, wie leer und ruhig es ist. Die Asteroiden sind so weit voneinander entfernt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Kollision lächerlich gering ist. Wärst du mit einem Raumschiff unterwegs, würde sein Radar die Asteroiden leicht erkennen und dir helfen, ihnen auszuweichen. Honig kann tatsächlich verderben, wenn du ihn in einer feuchten Umgebung offen stehen lässt. Achte darauf, dass der Deckel immer drauf bleibt und kein Wasser ins Innere gelangt. Dann ist dein Honig wirklich lange essbar. Seine antibakteriellen Eigenschaften lassen dort keinerlei Organismen wachsen. Der Mond hat nicht wirklich eine dunkle Seite. Dieser natürliche Satellit ist mit der Erde verbunden. Deshalb sehen wir immer nur eine Seite davon. Sonne, Mond und unser Heimatplanet sind alle ständig in Bewegung. Manchmal ist die für uns sichtbare Seite des Mondes hell erleuchtet. Dann ist die andere Seite dunkel. Und umgekehrt. Hey, ich hoffe, du fandest all das aufschlussreich.